Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei CAN und herzlich willkommen zurück bei SCB Newsroom. Da sind wir mal wieder hier für euch da, jetzt zur letzten Show für dieses Jahr, für 2022 oder natürlich korrekt gesagt 2952. Und ich sage guten Abend und hallo Syntoxic. Schön, dass wir uns mal wieder hören hier an der Stelle. Hallihallo. Hallo. Ich musste gerade meine Bändle gleich lang machen, sonst ja, das geht ja gar nicht. Darüber getriggert. Genau, das ist der innere Monk, ne? So. Ja, genau. Wobei man sagen, inzwischen ist es schon so ein bisschen Kult, die Serie. Die ist schon auch nur schon ein bisschen älter, fällt mir gerade so auf. Mhm. Ja, das ist korrekt. Kann ich nachvollziehen. Ich habe die auch bei diesen Pullovern, habe ich die auch immer entweder irgendwie in den Kragen gesteckt oder eben irgendwie versucht, parallel zu halten, weil ansonsten sieht das immer fürchterlich aus. Insbesondere, wenn man sich selber im Kamerabild sieht. Mhm. Genau, ja, guten Abend da draußen und vielen herzlichen Dank auf jeden Fall schon mal für euren Support hier an der Stelle. Wir haben einmal den Varal, der heute Schnapszahl hat. Prost, 66 Monate. Eine Zahl, wie der liebe Syntoxic gerade sagte, die dir hier für einen Twitch-Sub schon fast irreal vorkommt, ne? Ja, genau. scheinbar Ben Gain legt dann noch einen drauf mit derselben Zahl. Richtig. Das passt eigentlich ganz gut, weil Schnapszahl heißt, ihr müsst eine Runde ausgeben. Das heißt, vielleicht könnt ihr euch das teilen. Genau. Prost. Prost, genau. Cheers. Ja, Ben Gain, vielen herzlichen Dank. Auch 66 Monate. Ich glaube, das sind auch die Top-Tiers, die wir momentan haben bei uns auf dem Kanal. Und das sind übrigens für alle Leute, die zu faul sind, es jetzt selber auszurechnen, 5,5 Jahre. Also vielen herzlichen Dank für die Zeit. Das ist schon wirklich ein kleiner Rekord. Sehr, sehr cool. Genau, hier ist kein Platz für die Wahrheit, sehe ich genauso. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Danke für den Support und schön, dass ihr alle dazugekommen seid hier in unserer Dezemberrunde nochmal. Jetzt zum Ende des Jahres. Wir wollen heute ein bisschen natürlich auf das Jahr zurückblicken. Wir wollen auch ein bisschen vorausblicken und uns auch um das Aktuelle kümmern. Dafür gucken wir uns jetzt mal an, was wir jetzt in unseren SCB-Headlines zu stehen haben. Denn da sammeln wir immer die Themen für die Sendung. Ja, und zwar haben wir als erstes, huch, da ist ein Bild rausgerutscht. Das machen wir mal nochmal richtig. Das ist manchmal ein bisschen schlecht zu sehen. So, und zwar haben wir als erstes natürlich einmal ein bisschen das Luminalia Festival für euch. Da wollen wir gleich nochmal drauf gucken. Die meisten von euch wissen ja schon, wie es funktioniert. Alle anderen sollen natürlich die Infos auch hier nochmal bekommen und schauen, was es bisher so gibt. Das heißt, selbst wenn ihr euch bisher das Ganze noch nicht angeguckt habt, dann ist natürlich das Ganze hier für euch nochmal aufbereitet. Wie zum Beispiel Syntoxic, der sich auch in der Vorbereitung für die Sendung erst damit beschäftigt hat und dann einfach nochmal schnell alles mitgenommen hat, was es bisher gibt. Also von daher sehr gerne reden wir nochmal drüber. Außerdem machen wir natürlich ein kleines Recap und Highlights. Wir gucken auf die Roadmap, gucken uns an, was in diesem Jahr auf der Roadmap so passiert ist, was vielleicht schon wieder bei dem einen oder anderen in Vergessenheit geraten ist und reden ein bisschen darüber, was unsere Highlights, aber natürlich auch gerne, was eure Highlights waren. Das könnt ihr jederzeit hier in den Chat posten. Insgesamt gerne. Sprecht mit uns, schmeißt uns gerne Themen, Fragen, Anmerkungen, alles Mögliche in den Chat. Egal, ob ihr lange dabei seid oder erst neu dazugekommen. Wir freuen uns immer über eure Beteiligung und davon lebt natürlich diese Sendung hier zum Großteil auch. Und auch das geht auf eure Beteiligung zurück. Sagt uns Bescheid, wenn ihr auf der RSI-Seite oder über YouTube die Info für das neue Inside Star Citizen bekommt. Das gucken wir uns gerne gemeinsam an. Denn, wenn ich mich jetzt recht entsinne, eine Folge sollten wir noch kriegen, glaube ich. Ja, vor der Pause. Ja. Ja. Genau, ab nächste Woche ist dann Pause, aber diese Woche sollte noch eine kommen. Also von daher, sagt uns gerne Bescheid. Wir kriegen das manchmal nicht so schnell mit wie ihr selbst. Von daher machen wir da gerne nochmal dann einen Watch Together, wenn es die Zeit noch zulässt. Ja, und dann habe ich die kleine Einblendung, die ich gerade verzogen habe, da kann man einfach mal ein bisschen angeben mit, finde ich. Das denn, da kann man auf jeden Fall mal ein großes Dankeschön dalassen, denn
das, was bei uns in den Twitch-Recaps 2022 steht, mit einem extra Punkt und wie man sieht, mit extra Sternchen versehen. Dafür seid letztendlich ihr verantwortlich, denn das spiegelt so ein bisschen auch wieder, wie dieser Kanal sozusagen aufgebaut ist. Da steht, für die Leute, die es vielleicht gerade nicht lesen können, weil es auf dem Handy gucken, du warst von Star Citizen so begeistert, dass du dafür zu den Top 1% aller Streamer gehörst. Das ist eine ganz schön exklusive Truppe. Ja, und da kann man einfach mal kräftig Danke sagen und danke an euch, dass ihr uns das ermöglicht, dass wir da in dieser Top 1% Gruppe drin sind. Bedeutet eben, dass wir in der sozusagen sehr, sehr, sehr kleinen, ausgewählten Gruppe von Leuten sind, die Star Citizen quasi zum Haupt- und einzigen Thema ihres Kanals machen und die dementsprechend also eben in einer sehr exklusiven kleinen Truppe drin sind. Und das bedeutet eben, da mischen alle mit, die auch mal so Star Citizen spielen und das hin und wieder machen. Aber man sieht eben, wozu es führt, wenn man hier sich sehr, sehr darauf konzentriert. Und das fand ich sehr, sehr witzig aus den Recaps. Wer nicht weiß, könnt ihr überall auch in Twitter, insbesondere unter dem Hashtag Twitch Recaps oder Twitch Recap 2022, könnt ihr insgesamt so sehen, viele Streamer posten daraus Auszüge, bestimmte Teile. Ihr selber könnt auch euren eigenen Recap anzeigen lassen bei Twitch, indem ihr entsprechend dem Link folgt. Und dann könnt ihr, egal ob ihr selber streamt oder nur zuschaut, gerade auch als Zuschauer sehen, wo habe ich eigentlich die meiste Zeit verbracht, wie viele Stunden habe ich insgesamt auf Twitch verbracht und so weiter und so fort. Also, wer das wissen möchte, natürlich. Es ist euch überlassen. Mhm. Genau. Von daher ist doch ganz schön, dass man das so ein bisschen zusammengefasst kriegt. Vielen herzlichen Dank an EchoPTK für 60 Monate. Das ist sehr, sehr lieb. 60 Monate jetzt mit Tier 1 als Resub. Vielen herzlichen Dank für die lange Unterstützung. Freut mich sehr. Und 200, ja? Naja, gut. Ich meine, kann man sich ja überlegen, unter wie vielen Millionen Streamern ist das die Zahl? Da ist wahrscheinlich, sind wahrscheinlich 200 eine durchaus an die 1%. Kann ich mir gut vorstellen. Ist man in den Top 1% aller Leute, die Star Citizen streamt, oder aller Streamer? Soweit ich das mitbekommen habe, gilt das für alle Streamer. Ja, okay. Ja. Ja, gut, ich meine, Star Citizen ist entgegen aller Erwartungen immer noch ein Nischending. Mhm. Deswegen, aber toll, dass es überhaupt in die 1% geschafft haben. Genau. Ich weiß nicht, ob Leute ohne Prozente rausgehen in diesem Jahresrückblick sozusagen, weil ihr Spiel einfach gar nicht relevant ist. Vielleicht. Kommt sicherlich auf das Spiel an. Ja. Gibt sicherlich auch einige Spiele, die nicht mehr relevant sind. Ja. Das kommt ja auch immer wieder vor. Also haben wir auch oft genug erlebt. Von daher, ich glaube, das ist da eigentlich, dass es da relativ gleichbleibend ist bei Twitch, wenn ich mir das so angucke. Es kommen immer wieder natürlich Leute dazu, aber es hören auch immer wieder Leute auf mit dem Streaming von Star Citizen. Also von daher, glaube ich, hält sich das insgesamt so ein bisschen die Waage momentan. Ich weiß nicht, wobei ich nicht sagen, ich kann nicht sagen, wie das 2021, 2022 jetzt gewesen ist. Das habe ich mir nicht angeguckt, aber so bis zur Mitte der Pandemie ungefähr war es relativ gleichbleibend in der Anzahl. Vielen herzlichen Dank. Darauf ein Bit, genau. Dankeschön für 100 Bits, mein Lieber. Technisch gesehen 100 Bits, aber ja. Richtig, genau. Vielen herzlichen Dank. Und wir wollen uns jetzt ein bisschen angucken, wie es bei Luminalia aussieht. Denn das Luminalia ist ja das letzte Star Citizen Event, das es so traditionell im Jahr gibt. Es ist sozusagen die Entsprechung der Holy Season, wenn man das so möchte, um es jetzt noch relativ neutral auszudrücken. Und dieses Festival hat eigentlich seinen Ursprung bei den Banu, sind Toxic. Genau, also wie gerade schon erwähnt, ist
soll Luminalia sowohl was den In-Lore-Content angeht, als auch natürlich für alle Spieler und Spielerinnen von Star Citizen relativ traditionsunabhängig sein. Also wir würden jetzt alle sagen, das ist das Weihnachtsevent. Aber natürlich hat es auch Parallelen, hatten wir eben im Vorgespräch schon zu dem Fest der Lichter, was Diwali in Indien wäre, sozusagen. Was haben wir gesagt, das jüdische Chanukka, Chanukka zum, ich weiß gar nicht, wie es im Islam heißt, aber auf jeden Fall ein unabhängiges Feier-Event sozusagen für eben alle Glaubensrichtungen und sonstigen Traditionsbereiche. Und wie gesagt, ursprünglich in Lore stammt das vom Banu-Festival, was, jetzt versuche ich es tatsächlich auszusprechen, Zikti Ephanga, wenn ich es richtig ausspreche, das Glow-Festival, das Leuchte-Festival, was die Banu praktisch zu den Menschen auch gebracht haben und im Universe auch von den Menschen wirklich aktiv gefeiert wird. Zeichnet sich hauptsächlich dadurch aus, dass viele zeremonielle Lampen und sonstigen Lichter überall aufgehängt werden. Natürlich mit Geschenke geben und erhalten, wie das ja auch so verständlich ist. Und ja, wir als Spieler dürfen natürlich daran beteiligt werden, nicht nur durch visuelle Upgrades im Spiel, überall Lichter und sonstige Dinge, sondern eben zum Beispiel auch der Geschenkesuche. Genau. Geschenke suchen ist dabei ein gutes und wichtiges Stichwort. Gehört nämlich mit dazu. Es gibt rund um Luminalia quasi in-game und out-of-game Aktivitäten, wo ihr dran teilnehmen könnt. Für alle, die neu sind und die sich noch nicht so richtig damit beschäftigt haben, fassen wir es natürlich auch noch mal ein bisschen zusammen, wie angesagt. Also geprägt ist dieses Festival eben durch zwei Dinge, wenn man so will, Lichter und Geschenke. Lichter insofern, als dass eben der Name darauf zurückgeht, wie Syntoxic gerade so schön erklärt hat. Also das Festival der, ja, der leuchtenden Lichtpunkte, der leuchtenden Lichter. Und was uns das mitbringt, sowohl in-game als auch out-of-game, sind ein paar besondere Eventpunkte. Zum Beispiel, um jetzt mal außerhalb des Spiels sozusagen zu bleiben, also nicht in-game, haben wir den Kalender. Die offizielle Luminalia-Saison ist vom 11. bis zum 22. Dezember. Geht also nicht ganz über unsere gewohnte Adventszeit. Und der sozusagen letzte Tag davon ist auch 2 Tage vor jetzt dem christlichen Weihnachten. Aber in dieser Zeit könnt ihr euch selbst auf der Seite hier eben jeden Tag eine Kleinigkeit sichern. Und das funktioniert relativ einfach, wenn man eingeloggt ist, einfach raufklicken, dann darf man hier so einen Code eingeben. Ich selber hier bin auf der Seite, glaube ich, gerade nicht eingeloggt, darum würde das genau bei mir sieht man hier, muss man erst noch sich einloggen und dann hat man hier diesen Code, den gibt man dann hier in dem unteren Feld ein und drückt Enter und dann ist das Ganze in den Hangar gut geschrieben. Also insofern ist es ein Schritt, den man machen muss, sozusagen, um die Sachen in den Account zu bekommen. Es ist einfacher als letztes Jahr. Letztes Jahr musste man das Ganze quasi über den Warenkorb machen. Das heißt, man hat sozusagen alles in den, wie ein Kaufprozess so auf der Seite durchlebt und dann am Ende auch quasi eine Order Confirmation bekommen, nur dass das Ganze eben mit 0 Euro ausgepreist ist. Aber das haben sie jetzt insofern ein bisschen vereinfacht, als dass man nicht mehr durch diesen Einkaufswagenprozess durch muss und nur noch den Code eingeben muss. Aber so richtig elegant ist es noch nicht, ne? Ja, es ist unnötige Schritte sozusagen, die noch mit drin sind bei anderen Spielen oder sonstigen Events. Es ist immer so, man klickt diesen Button irgendwie Claim und dann ist es schon da. Genau. Jetzt erfordert es halt 2 Schritte mehr. Aber wie gesagt, deutlich besser als im letzten Jahr ist es schon. Man muss sich Ja. auch nicht jedes Mal einen neuen Code raussuchen. Das ist immer Luminalia. Genau. Und wie gesagt, für alle, die jetzt erst rausgefunden haben, dass es das überhaupt gibt. Wie gesagt, klickt euch durch die 5 Sachen einmal durch. Ist ein bisschen Arbeit, aber ihr kriegt diesmal auch nützliche Dinge und nicht Ja. einfach nur irgendwie Wallpaper wie letztes Jahr.
sondern tatsächliche Ingame-Items, wie diese Pullover sozusagen oder die Undersuits. Und natürlich Schiffskins, in der Hoffnung, dass sie eine Gladius oder eine 100i, besitzt, genau, eine Avenger, ist es. Avenger besitzt. Und natürlich, wir haben eben schon drüber gesprochen, dieser Sextant ist natürlich ein sehr cooles Item. Ja. Vor allen Dingen in dem Look. Den habe ich mir tatsächlich auch für diverse, also jetzt in meinem Fall sind es ja sozusagen drei aktive Accounts, die ich bespiele, geholt, weil ich den, glaube ich, den mag ich richtig gerne. Obwohl der nun wirklich das sinnloseste Item bisher ist, ja, weil man ihn sich wirklich nur hinstellen kann und das war's. Also man wird ihn auch nicht benutzen können oder sonst irgendetwas. Das ist einfach nur zum, ich stell's mir hin. Aber hey, das ist so ein Ding Enterprise hinten im Schrank, ne? So. Also ja, so im Hintergrund, hinter dem Desk vom Captain steht dann sowas, ne? Das ist hier auf jeden Fall nur ein Stehrümchen, wie man so schön sagt. Aber für, die anderen, für intergalaktisches oder interplanetares oder interstellares Navigieren nicht das praktischste Instrument. Nein, überhaupt nicht. Eigentlich völlig sinnfrei. Aber in diesem, ohne Horizontlinie hat man da nicht viel, was man damit machen kann. Aber nichtsdestotrotz, also ein hübsches Teil und vor allem irgendwie ein wirklich nettes Gimmick, was man sich mal hinstellen kann. Die anderen Sachen, ein Tag 1 bis 4 bisher, es werden ja insgesamt 11, ne, sind's? Ja, ne? 12. 12. Stimmt, 11. bis 22. 12 Days of Gifts. Ja. 12 Tage, stimmt, richtig. Ja, insgesamt 12. Aber die anderen 4 sind Sachen, die wirklich in-game sind und auch schon funktionieren. Ich habe es gestern auch ausprobiert. Ich habe erstens die Skins mal unterwegs ausprobiert auf den Schiffen und die Undersuits und die Pullover auch, ist alles schon da. Solltet ihr jetzt auch relativ schnell geliefert kriegen. Es kann sein, dass wenn ihr das claimt, dass es noch ein, zwei Tage Verzögerung gibt. Sie haben aber jetzt zuletzt gesagt, sie versuchen es, dass es instant funktioniert. Und bei mir hat es jetzt auch meistens instant funktioniert. Dementsprechend also könnt ihr euch einfach mit in euren Account packen. Und dann habt ihr zumindest, wenn der nächste Wipe kommt und ihr sonst keine weiteren habt, nicht nur den Standardstrampler als Anzug, sondern rot, grün und blau mit einer Kerze in der Mitte. Ich sag mal so, das Problem so ein bisschen an dem Ding ist, wir haben ja morgen Weihnachtsfeier hier bei uns im Stream und auch im Spiel und wenn man sich das Ganze hier so anguckt, ne, es ist echt hübsch gemacht mit der Kerze so in der Mitte. Das Problem, was ich damit hatte, war, dass ich keine Rüstung anziehen kann. Ich habe keine wirkliche Brustpanzerung gefunden, die die Kerze nicht verdeckt. Also ist einfach dann weg und dann ist es halt nur noch ein roter Undersuit. Dem einen oder anderen wird es gefallen, aber ich wollte nun gestern mir irgendein Outfit zusammenstellen, was eben so ein bisschen das auch zeigt. Und jetzt habe ich halt mir eins zusammengebaut, was Bein- und Armpanzerung und einen Helm hat und irgendwie so zusammenpasst, aber halt auf die Brustpanzerung verzichtet. Dadurch kann man halt auch keinen Rucksack im Spiel anziehen, ja, was, ne? Ist doof. Aber hey, das nächste Mal sollen sie gefälligst Rüstungen rausgeben mit dem gleichen Muster. Aber wer weiß, ja, kann ja noch kommen. Wir wissen es sozusagen ja nicht. Ich habe es jetzt erstmal dabei belassen, dass ich diesen Anzug einfach quasi so lasse und ein bisschen was an die Seiten noch packe. Einfach nur, damit man sich noch was in die Hosentaschen stecken kann, weil wenn du gar keine Panzerung trägst, hast du ja quasi keinerlei Stauraum. Nicht mal, um Wasser mitzunehmen oder sowas. Mhm. Genau, aber die anderen Sachen könnt ihr euch holen. Es ist natürlich hauptsächlich sinnvoll, wenn ihr die Schiffe auch dazu habt, beziehungsweise davon ausgeht, dass ihr sie euch im Verse vielleicht erspielen wollt. Auch dann funktionieren die Skins natürlich nicht nur, wenn ihr die gekauft habt, die Schiffe, sondern wenn ihr euch im Spiel eine 100i oder eine Avenger hier in dem Fall kauft von Alpha UEC, dann könnt ihr diese Paints eben auch raufpacken. Und weil ich die Frage schon gelesen habe, diese Paints und Skins sind Items wie auch die Pullover und die Undersuits oder auch die Sextanten. Das bedeutet, die werden automatisch in eure Spawn, also in eure Hauptlocation geliefert. Dort, wo ihr am Anfang im Patch gesagt habt, hier gehöre ich hin und hier bin ich das erste Mal
aufgewacht sozusagen. Das bedeutet, wenn ihr euch inzwischen woanders im Spiel befindet und dann aufwacht und in euren Inventory Manager geht und ihr seid enttäuscht, warum könnt ihr diese Skins nicht ausrüsten, dann müsst ihr natürlich zurück zu eurem Heimathafen fliegen, also zu eurer Ursprungsstation, sei es jetzt Orison oder New Babbage, Area 18, Lawville, wo auch immer ihr als erstes sozusagen aufgewacht seid. Oder ihr macht natürlich ein Character Reset, dann könnt ihr das von Anfang an nochmal neu wählen, aber dann landen alle Items, die ihr aktuell gesammelt habt, alles, was ihr irgendwo im Verse irgendwie verteilt habt, landet dann an dieser einen Stelle. Und das ist vielleicht auch nicht so der Sinn der Sache. Man sollte allerdings auch wissen, dass ja die 3.18 tatsächlich relativ kurz vor der Tür steht und dementsprechend dann ein großer Wipe kommt, sodass man sowieso alles verlieren wird, was man nicht fest im Hangar hat auf der RSI-Seite. Ja, dementsprechend, also könnt ihr euch selber überlegen. Ne? Genau, und diese Skins, wie gesagt, sind, also ihr könnt die auch transportieren, ihr könnt die auch wirklich jetzt inzwischen quasi den Farbeimer nehmen und in euer Schiff laden, woanders hinfliegen, dort auspacken und dort dann aufbringen. Ja, ihr könnt natürlich auch die Skins hin und her transportieren, wenn ihr das möchtet. Sie sind, wie gesagt, inzwischen eigene Items. Das bedeutet also, ihr müsst sie selber transportieren. Ne? Genau. Ich hatte das nur jetzt schon des Öfteren gelesen. Die sind gar nicht im Spiel, aber doch sind sie, nur eben dort, woanders. Wo die anderen sind. Genau, richtig. Sehr richtig, genau. Die Skins sind dauerhaft im Hangar, ja. Die werden also nicht gelöscht. Auch diese Pullover, auch die Undersuits und den ganzen, all den Kram, den man jetzt hier kriegt mit dem Luminalia Festival oder die Sachen, die ihr zur CitizenCon, die ihr zur Intergalactic Aerospace Expo bekommen habt, all diese Sachen werden im Hangar bleiben. Die sind permanent. Das heißt, die behaltet ihr im Endeffekt bis zum Spielstart, also bis dann irgendwann zum Ende der Alpha und dem Live-Release und darüber hinaus. Also das heißt, die sind einfach als solche Items, als hättet ihr sie gekauft. Darum übrigens auch unsere Theorie, warum dieses System mit dem Code-Eingeben irgendwie so ist. Sie haben wahrscheinlich einfach das Shopping-System darüber, ne? Sind toxic, darum. Ja, genau, weil wir einfach noch keine andere Möglichkeit haben, Gegenstände dauerhaft in Accounts zu verankern, ist es jetzt ein Pseudo-Kauf sozusagen mit einem 100%-Gutschein sozusagen, mit dem Gutscheincode Luminalia, sodass das wirklich vom System als Kauf sozusagen verstanden wird und entsprechend auch permanent dann eben, wie gesagt, bleibt. Mal gucken, ob in unserer Lebenszeit es CIG noch hinkriegt, das Ganze etwas zu verschlanken. Zu verschlanken. Ja, genau. Wir haben, ich nehme an, immerhin gibt es den Vorteil durch dieses Klicken und Gutschein einfügen, dass es eben wirklich als Kauf wahrgenommen wird, dementsprechend auch einfach permanent bei euch im Hangar bleibt und nicht nur eine Sache ist, die zwischenzeitlich da drin ist. Ne? Aber ich nehme an, Sie haben sich das letzte Mal schon Gedanken gemacht. Das Feedback war auch sehr eindeutig von wegen, ach man, man klickt sich hier dreimal durch, bis man irgendwie dieses eine Item hat. Herrje, das dauert mit Warenkorb und tralala. Haben Sie sich jetzt schon mal vereinfacht? Das ist schon mal besser auf jeden Fall. Und vielleicht wird es ja irgendwann wirklich nur noch eine Schaltfläche und vielleicht einen Capture, ne? Um sich vor Bots zu schützen. Ja, oder dann, einfach zu sagen, man muss sich an jedem Tag einloggen und wenn man sich an dem Tag einloggt, kriegt man automatisch das Geschenk. Genau. Ich glaube, sie wollen halt den Leuten, ich glaube, sie wollen halt es nicht nur zeitlich sozusagen auf den Tag begrenzen, aber dieses automatische Delivern funktioniert ja theoretisch auch bei den Geschichten mit der Intergalactic Aerospace Expo, ne? Die Coins oder diese Sachen, die man kriegt für die Besuche. In dem Fall waren Spectrum Badges. Man hat jeden Tag, wenn man zu einem der Hersteller hingekriegt ist, eine Spectrum Badge bekommen. Und zwar automatisch, wenn man auf die Messe gegangen ist, sozusagen. Mhm. Und das heißt, das hat das System ja schon wahrgenommen. Also müsste es eigentlich hier auch so weit gehen. Aber gut, in jedem Fall ist es schön, dass die Sachen dauerhaft bleiben. Das bedeutet, wir können einfach noch ein bisschen die Daumen drücken, was kommt. Eben zum Beispiel, fände ich wirklich ganz nice, wenn da noch ein paar Rüstungsteile dazu kämen, die das Ganze dann vielleicht auch noch ein bisschen auskleiden. Aber gucken wir mal. Wir wissen es nicht, wir können uns nur überraschen lassen. Aber ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, euch das alles Stück für Stück zu besorgen.
Ja, genau, ein Helm wäre gut. Ich habe nämlich auch nur, das klingt jetzt sehr nach Wiesen, aber es ist richtig, ich habe irgendwie gefühlt nur andere Rottöne. Und es ist irgendwie nicht so schön, damit sie dazu passen. Mal gucken. Ich freue mich immer noch über meinen Parasite-Helm, der ist für jede Weihnachtszeit geeignet. So ist es, ja, genau. Ja, ansonsten, Ja. es gibt aber noch mehr. Genau. Es gibt natürlich nicht nur die Geschenke, sondern wir haben noch mehr. Und zwar haben wir Mehr auch, Geschenke. genau, wir haben noch mehr Geschenke. Nee, ich bleibe noch erstmal noch außerhalb Ja. des Spiels. Da können wir uns nämlich angucken, dass es hier zum Beispiel den Screenshot-Contest gibt. Das heißt, ihr könnt wie immer und wie zu den meisten Events eure Screenshots über Spectrum einreichen, wie zum Beispiel den sehr schönen hier, wo die Katliss entweder ganz viele Geschenke vom Weihnachtsmann verliert oder sie gerade einfach sehr wild dispersed und verteilt über das Ganze. Also von daher könnt ihr hier Screenshots einreichen und dann gibt es hier auch Gewinne dafür könnt ihr euch hier entsprechend abrufen unter Spectrum. Zum Beispiel eine Aegis Reclaimer als ersten Platz gewinnen, eine Drake Corsair oder auch eine Argo Raft als zweiter und dritter Platz. Gibt also ordentlich was ihr da mitnehmen könnt. Und es gibt auch nochmal eine Weihnachtskarte, die ihr designen könnt und ebenfalls in den Contest einreichen könnt. Hier gibt es dann eben auch nochmal Gewinne dazu, und zwar eine Corsair, eine Banu Defender oder eine Nomad, die es hier gibt. Und hier sind dann auch die, ja, naja. Also da ist noch Luft nach oben, wenn ich mir das so angucke. Uiuiui. Da sind so einige Beispiele, wo der Grafikdozent sagt, guck mal. Genau so nicht. Und dabei möchte ich das. Das ist hübsch hier. Die ist hübsch. genau. Also Oh. Blue, genau. Du kannst es nur hinstellen und angucken. Das ist genau der Punkt. Also es gibt ja einige Items, wie zum Beispiel auch unseren Finlay hier oder so, die sind im Endeffekt Dekoration. Die sind natürlich jetzt momentan nicht so wirklich sinnvoll, weil du weder dein eigenes Hab noch großartig dein Raumschiff noch in irgendeiner Form irgendwie einen Hangar einrichten kannst, den wir persönlich momentan noch nicht haben. Das bedeutet also, das ist eigentlich ein Item für die Zukunft. Sich quasi in den Hangar stellen. Und wenn es soweit ist, dass dann zum Beispiel, wo wir jetzt ja mit der 3.18 noch ein Stückchen näher rankommen mit Persistent Entity Streaming, dass man das dauerhaft so irgendwo einrichten kann, zum Beispiel, wie man jetzt schon die Bubbleheads ins Cockpit setzen kann und so, kann man das dann später irgendwann ich sag mal, sein Quartier einrichten damit und dann steht das Ding halt dekorativ im Schrank. Mehr ist es tatsächlich nicht. Da sind die Undersuits natürlich sehr viel praktisch sinnvoller, aber es funktioniert. Ne? Merke, hier wird mit angehefteten Posts rumgespielt. Ja, das macht der Wurzel immer gerne. Nicht nur Wurzel, wie es scheint. Ach, Treis auch. Ich wäre übrigens tatsächlich sehr beeindruckt, dass wenn irgendwann die Erde sogar als Planet mit drin ist, man den Sextanten wirklich realistischerweise mit den sichtbaren Konstellationen verwenden könnte. Stimmt. Da wäre ich sehr begeistert darüber, wenn das irgendwie funktionieren würde. Das ist richtig. Ja. Okay, das ist auch irgendwie weird. Naja, also guckt euch um. Wie gesagt, ich glaube, für den einen oder anderen mit ein bisschen kreativen Händchen ist hier noch Luft nach oben mit den Giftcards, hier, also mit den Geschenkkarten, nein, Weihnachtskarten. Von daher guckt euch das gerne an. Hier könnt ihr bestimmt noch was Hübsches einreichen. Das jetzt sozusagen erstmal zu den Contests und Gewinnspielen. Wichtig oder interessant an der Seite könnte noch sein, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, einen zusätzlichen Referral-Bonus abzugreifen. Denn jetzt, wenn Nicht nur ihr, ihr. genau, nicht nur ihr, jetzt, wenn ihr einen Spieler ins Spiel bringt, der euren Referral-Code benutzt für einen neuen Account und mit diesem Account dann seine erste Investition wirklich als Backer macht. Bedeutet also mindestens $40 im Shop lässt oder
respektive ein Game-Package kauft, was natürlich vielleicht als erste Investition am sinnvollsten wäre, damit man auch spielen kann, der bekommt dann sowohl ihr als auch der andere nicht nur den regulären Bonus, 5000 Alpha UEC bekommt der neue Account, ihr bekommt einen Referral-Punkt, sondern beide bekommen dann auch noch eine Argo MPUV Cargo, die, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe und in den Regeln steht, wird eure direkt ausgeliefert, wenn ihr den Referral-Bonus bekommt. Ihr kriegt übrigens in dieser gesamten Zeit nur einen Referral-Bonus für einen Code. Das heißt, egal wie viele Leute ihr ins Spiel bringt, ihr kriegt nur eine MPUV Cargo auf einen Account. Wenn ihr mehrere Leute mitbringt, dann gebt ihnen im Zweifel mehrere Accounts von euch als Referral-Bonus, dann kriegt ihr die auch mehrfach, aber dann eben auf Accounts verteilt. Und der andere kriegt das erst, der andere kriegt die Cargo erst, wenn die Rückgabezeit vorbei ist. Genau, wenn das Event vorbei ist und die Zeit vorbei ist, dass danach auch der Account noch besteht. Und dann wird die auch gut geschrieben. Richtig, genau. So, genau, und dann haben wir, dazu passend, bitte. Achso, ja, eine Sache, die es noch out of game sozusagen gibt, sind Discounts auf Starterpacks. Hat natürlich den Nachteil, dass wenn man sich das Discount-Starterpack holt, um mit dem Referral-Programm reinzukommen, muss man noch ein bisschen mehr Geld investieren, um auf die $40 zu kommen. Ich glaube nicht. Weil das ist günstiger, oder? Nee, ich glaube in Deutschland nicht. Lass mich mal schauen. Die kosten 48 Euro für das Aurora Starter Pack. Okay. Nee, sind klappt. Natürlich auch welche dabei, die teurer sind. Da ist es dann egal. Aber. Genau. Ich habe tatsächlich gerade für ein neues CAN-Format, was wir nächstes Jahr starten werden. Da baue ich gerade im Hintergrund viel lustige Grafiken für und wir überlegen uns gerade die Konzeption. Das wird bestimmt eine witzige Geschichte. Wird euch im Frühjahr nächsten Jahres erwarten. Dafür habe ich gerade einen neuen Account eingerichtet, einen nagelneuen Account und diesen habe ich mit einem Aurora Starter-Paket ausgestattet und dabei habe ich eben gemerkt, okay, die Argo geht durch. Also, funktioniert. Das heißt, es muss irgendwie genauer oder es ist knapp über der Grenze sozusagen drüber. Auch mit einer Aurora. Aber unabhängig davon übrigens, witzigerweise das einzige Starterschiff, was ich hier total vermisse, ist die Mustang. Die ist nicht mit drin. Wir haben nämlich hier die Aurora, die Cutter natürlich jetzt ganz nagelneu in der Riege, die Pisces als Explorer, okay. Dann haben wir die 100i und die Avenger Titan. Immerhin kriegen die beiden ja auch Skins. Das heißt, hier hättet ihr sozusagen gleich eine neue Skin dafür. Jeweils zwei sogar jeweils. Und die Nomad, was übrigens mich auch zu der Annahme führt, dass es noch eine Nomad-Skin geben wird. Ich hoffe sehr, weil ich habe nur die Nomad von den Schiffen. Genau. Also möglich ist es. Und sogar relativ wahrscheinlich, glaube ich, bei dem Ding. Ich kann an der Stelle nur sagen, ich mag die Pisces gerne. Sie sind ein tolles Schiff, aber wenn man die Wahl hat und den gleichen Preis, dann kann man an der Stelle, glaube ich, den meisten nur empfehlen, auch sich für eine Cutter zu entscheiden. Aber gut, unabhängig davon, sie sind nicht nur reduziert, sondern sie haben auch mehr Versicherung als ein normales Starterpaket, nämlich 24 Monate kommen jetzt damit rum. Genau. Wer sowieso in mehr Unterstützung in die Kampagne reinhauen will und selbst noch die Perks mitnehmen möchte, die man als Subscriber hat, jetzt gibt es Jahresmitgliedschaften gerade zu einem reduzierten Preis. Das heißt, mit 10% Rabatt könnt ihr euch hier für die Centurion- oder die Imperator-Mitgliedschaft entscheiden. Und dann wird die sozusagen jährlich immer zu diesem Zeitpunkt abgebucht und ihr spart eben, wie gesagt, 10%. Wenn ihr sowieso das machen wolltet, ist es eine ganz gute Sache. Und außerdem Merch gibt es auch immer. Und das natürlich im entsprechenden Weihnachtsstil. Die Ship-Ornaments habe ich selber. Die kommen jedes Jahr bei uns an den Weihnachtsbaum. Meine Familie, zur großen Begeisterung meiner Familie. Weil sie natürlich zu nichts passen. Aber ist ja auch egal. Ne? Darum geht's nicht. Darum geht's nicht, genau. Mhm. Ich wollte gerade noch mal kurz auf eine Frage aus dem Chat eingehen. Ja. Viborg fragt, wie wir die
wie wir den Inhalt von Hauling Gifts Galore aus dem Content interpretieren. Mhm. Also die wörtliche Übersetzung wäre, dass man im Geiste des aktuellen Events an Missionen in-game teilnehmen kann. Wir sind jetzt damit also bei In-game-Content, um eben mit kleinen Dekorationen bewährte Geschenke in-verse sozusagen transportieren können und dafür entsprechend UEC kriegen, was mehr ist als ein Name auf der Nice-List, also auf der, wie heißt das auf Deutsch? Gibt es denn in Deutschland, ist es so, im Buch... Krampus hat ja die Liste, so die genau, bösen und die guten Kinder. Genau. Man kriegt, ja, wenn man gute Sachen macht, kriegt man seinen Namen auf der guten Liste sozusagen. Genau. Und sie wollen einfach sagen, man kriegt nicht nur einen langweiligen Namen auf dieser guten Liste, sondern auch eben Kohle dafür. In den USA, und daher kommen ja auch die Formulierungen hier auf jeden Fall, ist es eben so, dass der Weihnachtsmann selbst ein goldenes Buch hat mit der sogenannten Good List und Naughty List, ne? Also der Liste der guten genau. Kinder und der Liste der bösen Kinder sozusagen. Und die Liste der guten Kinder sozusagen ist dann die beschenkt wird entsprechend. Das ist ein bisschen eine Vereinfachung und Abwandlung, wie du das schon sagst, aus dem ursprünglichen, wo er eben noch diesen in Anführungszeichen Widersacher hat, ne? Diesen Krampus, der im Endeffekt für die Bestrafung dann hauptsächlich zuständig war. Genau, richtig. Da war noch eine Frage, Versicherung bei einem Anfängerschiff ist doch egal, das verkauft man doch eh, sobald man Knete für ein anderes hat. Technisch gesehen, ja, man wird vermutlich upgraden, aber upgraden bedeutet in Star Citizen ja, dass man zwar das größere, tollere, wie auch immer, Schiff bekommt, aber die Versicherung des ursprünglichen Basisschiffs, also in dem Fall das Anfängerschiff, übernommen wird. Das heißt, selbst wenn man seine 100i upgradet zu einer, keine Ahnung, Reclaimer, kriegt man trotzdem diese 24 Monate Versicherung, und man kann es nicht oft genug wiederholen, Versicherungen, diese 24 Lifetime Insurance, 3 Monate, 6 Monate, wie auch immer, gelten erst, wenn das Spiel final draußen ist. Also jetzt in der Beta-Phase wird ja ständig gewiped und so weiter. Versicherungen zählen ab offiziellem Release des Spiels. Deswegen 24 Monate Versicherung zum Beispiel bei einem sehr großen, teuren Schiff, dessen Verlust man finanziell nicht unbedingt verkraften könnte, sind schon gar nicht schlecht. Genau. Also wichtig an der Stelle, das passiert natürlich, wenn du auf der RSI-Seite das Schiff upgradest. Ne? Genau. Wenn, du hast natürlich recht, wenn man jetzt ins Spiel geht und sagt, hey, das ist ein Starterschiff für mich, ich möchte mir das Geld verdienen, um damit mir in-game das nächste Schiff zu kaufen, dann wird man wahrscheinlich irgendwann auf die Aurora oder die Mustang oder die Cutter irgendwann nicht mehr so viel Wert legen. Da hast du absolut recht, weil du dann eben zum nächsten Schiff übergehst. Das ist natürlich... Da sind wir wieder. Ich habe gerade gehört, OBS, mein OBS ist gecrashed, hat man gerade noch gehört. Ja, da kam gerade quasi die Nachricht rein. OBS ist kaputt, aber da sind wir wieder. Schön, dass ihr da dran geblieben seid. Manchmal passiert das einfach. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber in dem Fall war es wohl einfach ein Softwarefehler. Genau, also wir waren gerade bei den Anfängerschiffen beziehungsweise Einsteigerschiffen und ob sich da die Versicherung lohnt. Also da gibt es eben, wie gesagt, zwei Seiten. Eine hat Syntoxic eben beleuchtet. Da ging es um die Seite, dass wenn man das Schiff als Game Package im Account hat, dann wird man dieses Game Package ja nicht unbedingt wieder loswerden, sondern man möchte ja das Spiel behalten, man möchte ja den Spielzugang behalten, also hat man dieses Anfängerschiff mit diesem Game Package da drin. Und irgendwann, insbesondere wenn Star Citizen länger läuft, kommt das meistens als Backer auch zu der Überlegung, okay, ich habe eh das Game Package, das Schiff gefällt mir aber besser und ich grade jetzt hier zum Beispiel von einer einfachen Aurora auf eine Avenger Titan ab. Einfach das Package an sich. Und dann ändert sich eben das Schiff und die Versicherung und alles, was sonst ist, bleibt gleich. Und dann hat man natürlich auch mit einem Game Package, was sozusagen ein Anfänger Package ist, was dann aber trotzdem 24 Monate Versicherung hat, entsprechend eine Avenger Titan mit 24 Monaten Versicherung. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist eben die, wenn man das In-Game macht, das bedeutet also, sagt, ich spiele mich einfach hoch mit meiner Aurora oder meiner, was auch immer, Cutter oder was ich habe und dann lege ich das Schiff beiseite. Naja, hat man im Endeffekt natürlich nichts von einer längeren Versicherung, weil man das Schiff dann eh nicht mehr viel benutzt, aber wenn man es dann eben trotzdem braucht, ist immerhin die Versicherung noch da
Und das ist zumindest noch ein kleiner weiterer Vorteil. Insbesondere, weil die Schiffe, die ansonsten Game Packages jetzt mit sich bringen, die großen sind ja relativ teuer. Und es ist eben so ein bisschen die Sache, ob man jetzt sich zum Beispiel eine 6 Monate eine Constellation zum Beispiel oder eine Freelancer als Game Package kauft mit 6 Monaten Versicherung. Ist so ein bisschen die Frage, ob sich das dann hier lohnt. Dann würde es sich zum Beispiel mehr lohnen, wenn man sagt, ich möchte das haben als Einsteigerschiff. Dann kauft man sich eben jetzt eine Aurora und dann ein Upgrade auf die Andromeda. Und dann hätte man eben nicht 6 Monate mit dem Game Package der Constellation Andromeda, sondern eben 24 Monate. Ja. Also so macht sich das ganz gut. Genau. Und dann hatten wir als nächste Frage, Schattenhunter, deine Frage habe ich auch gesehen. Schön, dass du sie nochmal gestellt hast. Zum Glück ist mein Chat noch geblieben hier. Aber wir hatten auch von Kroschphönik. Ist ja auch schön. Name. Schöner Name, ja. Hatten wir auch nochmal eine Frage. Genau. Genau, also ob man, wenn man sich, weil du es gerade ja erwähnt hattest, mit du hast einen weiteren Account gemacht, was nicht erst dein zweiter ist, nehme ich mal an. Was man machen muss, um sich einen zweiten Account zu erstellen, ob man da irgendwie sich neue Namen ausdenken muss oder so, weil vielleicht Double Accounts verboten wären. Meines Wissens nach ist das nicht verboten. Nein. Mehrere Accounts zu haben unter demselben Namen. Nein, es ist nicht verboten. Also das ist sogar, steht sogar offiziell in den Terms of Service drin. Du darfst mehrere Accounts oft auf deine gleiche Person haben und die entsprechend so anmelden. Tatsächlich empfiehlt es sich sogar, die wirklich auch auf deine Person auszurichten. Mhm. Und zwar mit der richtigen Adresse und dem richtigen Geburtsdatum und so weiter. Denn wenn es denn passiert, dass du aus irgendwelchen Gründen deine Accountdaten verlierst und dass du den Zugang dazu verlierst, dann brauchst du diese Informationen, um sie im Zweifel über den Kundendienst wiederherstellen zu lassen. Wir hatten schon den Fall, dass die Leute einfach schlichtweg irgendwelche Fantasiezahlen oder Nummern oder irgendwas eingegeben haben und dann sagten sie nach 2-jähriger Pause, oh Gott, ich habe meine Zugangsdaten verloren. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich rankam. Die E-Mail-Adresse gibt es nicht mehr, wo ich das ursprünglich mal angemeldet hatte, weil das auch irgendeine Fake-Random-Fantasie-Adresse war. Genau, One-Time-Use war. Und dann saß der Customer-Support da und sagte, ja, und wie soll ich dir jetzt verifiziert deinen Account wiederherstellen, wenn wir gar keine richtigen Daten von dir haben. Also darum, da es nicht verboten ist, macht es auch, damit ihr auch wirklich diese Daten habt, um im Nachhinein dann eben zu wissen, oder schreibt euch mindestens diese Fantasiesachen auf, die ihr eingebt, damit ihr darauf zurückgreifen könnt im Notfall, wenn ihr wirklich den Account-Zugang nicht mehr haben solltet. Dementsprechend also ist es nicht verboten. Das Einzige, was man eben wissen muss, was wirklich verboten ist und was auch von CIG geahndet wird, ist, wenn man ganze Accounts verkauft. Das dürft ihr nicht machen. Also ihr könnt nicht den gesamten Account, der ist auf euch persönlich geschrieben, ihr dürft einzelne Schiffe davon verkaufen. Auch auf Reddit, auf eBay, da haben sie nichts gegen von Cloud Imperium Games. Sie unterstützen das nicht. Das heißt, es gibt dafür keinen Customer Support und wenn ihr da Pech hattet und auf irgendjemanden reingefallen seid, dann ist das tatsächlich Pech. Cloud Imperium Games wird dazu nichts tun. Aber auf der anderen Seite sind sie eben auch nicht dagegen und machen auch nichts und schreiten dabei auch nicht ein. Also akzeptieren das im Endeffekt. Nur eben ganze Accounts dürft ihr auch nicht Ausnahmen verkaufen. Bestätigen die Regel. Also ich meine, der Grey Market heißt Grey Market aus offensichtlichen namentlichen Gründen. Wenn ihr daraus Ganze ein Abzocksystem mit Schiffe verkaufen aufbaut und das fällt auf, ja, das stimmt. Richtig. Genau. So ist es. Genau. Also das auf jeden Fall dazu. Ihr könnt und ihr solltet entsprechend, wenn ihr einen Account macht, es eben wirklich auch mit zumindest für euch nachvollziehbaren Daten tun, damit ihr im Zweifel das Ganze recovern könnt. So, dann war Schattenhunter, glaube ich, ne? Ja. Dann kamen noch andere Sachen, aber ja. Ob die alte Subscription, die man bereits hat, durch die günstigere ersetzt wird. War die Frage. Es gibt dazu in dem Angebot sozusagen keine Erwähnung sozusagen. Aber ich meine, man kann einfach nicht zwei parallel laufen haben. Es ging um Subscription. Du bezahlst ja. Du bezahlst ja den 100% Preis und ob du
ob die alte automatisch gekündigt wird und der günstigere Jahresding dann Ja, ersetzt wird. das wird ersetzt. Ja. Sorry, die Frage kann ich direkt mit Ja beantworten. Stand eben irgendwie ein bisschen auf dem Schlauch gerade. Genau, also wenn ihr jetzt aktuell eine laufende Subscription habt und diese jetzt dazu kauft, dann wird diese laufende durch die andere sozusagen ersetzt. Sie wird aber auch sozusagen vollständig ersetzt. Das heißt, wenn ihr schon eine Jahresmitgliedschaft habt, dann verfallen die letzten Monate, die im Unterfekt vielleicht noch offen sind für die eine, sondern ihr verlegt dann sozusagen einfach das Datum nach vorne, dafür eben für den etwas vergünstigeren Preis. Wenn ihr aber jetzt eine Monatssubscription habt und diese sozusagen dazu packt, dann müsst ihr nur aufpassen, wenn ihr das Level wechselt, weil grundsätzlich von Centurion auf Imperator müsst ihr dann zum Beispiel schauen, ob die Centurion Monats-Subscription auch gekündigt wird. Sollte aber auch automatisch so sein, weil jeder Account eigentlich nur eine Art von Subscription haben darf. Egal auf welchem Level. Genau, egal auf welchem Level. Das heißt, es sollte automatisch gekündigt werden, aber überprüft das lieber nochmal. Einfach nicht, dass es da zu einer doppelten Abrechnung kommt. Solches kann, wenn doch, ja. Schreibt dem Support, die sind da eigentlich immer ganz gut hinterher. Die wissen ja auch, dass man, weil der Imperator enthält ja auch automatisch alles, was im Centurion drin ist. Also da werden die euch jetzt nicht, nur weil ihr irgendwie was falsch gebucht habt oder so, irgendwie doppelt Geld aus der Tasche ziehen. Genau. Richtig. Dann lese ich im Chat noch die fast schon Empörung darüber, dass es eine Alpha oder keine Beta ist. Ich weiß nicht, ob ich mich eben einfach versprochen hatte. Meine Aussage bleibt natürlich, das Spiel muss released sein, egal. Also es darf nicht in der Alpha, nicht in der Beta, nicht in der Delta, keine Ahnung was sein. sind wir mal ganz ehrlich, das ursprünglich, oder sind wir mal ganz ehrlich, das klassische Alpha-Beta-Prinzip greift bei Star Citizen eh nicht mehr. Selbst das Early Access, was sich irgendwie gefühlt als dritte Phase irgendwie in der Welt der Videospiele etabliert hat, ist bei Star Citizen nochmal ein bisschen anders als bei anderen Spielen wie auf Steam oder so. Also, solange das Spiel nicht mehr in der, ich nehme an, der Entwicklungsteilphase ist, sondern in der das Spiel ist draußen Phase ist. Das wollte ich damit sagen. So ist es, genau. Dann, wenn ich das jetzt nochmal lese von Kalle Wirsch hier unten gerade, wenn man zwei Accounts hat und sich selber referred, dann kriegt man zwei MPUV für Lau, hat also schon vier Schiffe. Clever, man braucht noch ein Package mit Squadron 42, dann heißt es bald Welcome zum Concierge-Level. Naja, wenn du jetzt zwei Accounts hast, dann kannst du ja einen Referral-Code dafür benutzen, um einen weiteren Account zu eröffnen. Das bedeutet, dann müsstest du zwei neue Accounts öffnen, mit jeweils dem Referral-Code aus dem anderen, die du schon hast. Ne? Quasi, du setzt auf jeden Account, den du schon hast, nochmal jeweils einen drauf mit einem Referral-Code. Ja, und dann würdest du sozusagen vier Schiffe bekommen, nämlich eine MPUV für jeden dieser vier Accounts, die du so gemacht hast. Allerdings sind das halt auch zwei Game-Packages, die du investieren musst. Das heißt, de facto kaufst du eigentlich diese MPUVs mit für die knapp 100 Euro, die du dafür ausgibst. Ne? Und ich glaube, da muss man einfach mal realistisch sein. Da muss man jetzt nicht irgendwie groß stolz sein mit Doppel-Account oder sozusagen, oh, da habe ich aber CIG ein Schnäppchen geschlagen, da habe ich ja richtig, richtig kassiert bei. Die haben ja richtig Verlust gemacht, haben sie nicht. Nee, natürlich nicht. Also theoretisch könnten die Argo-MPUVs damit um sich werfen, weil es digitale Produkte sind und die werden einfach nicht den riesen Impact im Spiel haben. Es ist halt ein nettes Schiff für nebenbei zu haben. Ja. Dasselbe zählt auch für sowas wie Dragonflies oder so, die man nebenbei kriegt. Genau. Deswegen ist einfach nett für die Leute, die dann geworben werden, dass sie nicht nur ihr Starterschiff haben, sondern zum Beispiel eben noch ein weiteres Schiff, auch wenn es nur ein kleines ist, womit sie durch die Gegend fahren können. Genau. Also, Lord Kasimir, wir haben das vorhin schon angesagt, du hast recht. Es muss kein Game Package sein, es können auch 40 Dollar im Store sein. Das ist völlig korrekt, ja. Also man muss mindestens 40 Dollar investiert haben in die Crowdfunding-Kampagne, egal in welcher Form. Das bedeutet hauptsächlich, also man muss es über den Store auf der RSI-Seite gekauft haben. Das heißt, auch wenn ihr einen Account einrichtet und jemand anderes schenkt euch ein Starterpaket, dann habt ihr zwar Spielzugang, ihr habt aber nicht die Requirements, die Voraussetzungen für das Referral erfüllt.
Ja, das heißt, ihr könnt dann zwar mit diesem Account spielen und es ist alles wunderbar, aber wundert euch dann nicht, wenn der Account nicht gezählt wird für das Referral-Programm, weil der Account, der diesen Referral-Code benutzt hat, genau, der muss das Geld ausgegeben haben. Ne? Also darum achtet da auf jeden Fall drauf, denn diese $40 müssen irgendwie im Store landen, damit es zählt. Wie, in welcher Form, ihr könnt auch 4 Giftcards kaufen, ja, könnt ihr auch machen und dann funktioniert das auch. Genau, also der Preis ist natürlich genau so gesetzt, dass wenn jemand sich das günstigste Game Package holt, in dem Fall waren das ja 48 Euro oder so, dass man genau dann ins Spiel selbst starten kann und man hat eben genau dieses Mindestlevel erreicht. Ist natürlich dafür gedacht, dass frisches Geld ins Spiel kommt, sich einfach nur von einem der langjährigen Star Citizen-Backer, die teilweise tausende Euro in ihrem Account haben, dass man da jemandem mal eben was für 50 Euro oder sowas rüberschieben kann, ist natürlich easy. Ja. Aber daran macht CRG natürlich keinen Vorteil, weil das ist Geld, was sie schon haben. Deswegen frisches Geld ist hier das Stichwort. Es. Genau. Für die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen, worum es sich da handelt, weil du es eben auch mal angesprochen hast, hier diese wunderbare Argo MPUV ist ein kleines, süßes Cargo-Schiffchen. Es ist im Endeffekt ein Cargo-Shuttle, wenn man so will. Denn es hat selber keinen Quantum Drive. Das bedeutet, man kann es sozusagen als vollwertiges Schiff nicht betrachten. Das wird als Beiboot in Anführungszeichen bei einer Idris zum Beispiel mitgeliefert. Hat dafür einen eigenen kleinen Hangar und ist insgesamt halt etwas, womit man dann in Zukunft ganz gut, sagen wir mal, von einer Orbitalstation zu einem Planeten shutteln kann, um Sachen zu transportieren. Oder zwischen Schiffen hin und her, zwischen Schiffen und Stationen und so weiter. Ja. Aber einen anderen Zweck erfüllt sie nicht. Wir benutzen sie hin und wieder zum Beispiel ganz gerne als Transporter für Leute und Ausrüstung, wenn wir mal eben auf einem Planeten sozusagen verlegen müssen in eine andere Sektion davon. Also von daher, es ist ein kleines, hübsches Gimmick, aber es ist natürlich jetzt kein vollwertiges Schiff, mit dem man wirklich im Spiel groß was reißen kann. Ne? Es ist ein Space-Gabelstapler. Ja, genau, richtig. Meinetwegen noch ein Golfkart, aber ja. Ja. Und damit von Stanton nach Pyro fliegen, Vincenzo, nicht möglich. Nee. Hat keinen Jump Drive. Es sei denn, du setzt. Du kannst dich wie so ein Parasit an genau. ein anderes Schiff mit Jump Drive. Wollte ich gerade sagen. So wie in Star Wars. Die Jump, mit dem, weißt du so. Ich dachte, wie in Star Wars mit dem Falcon, der hinten an dem genau. Star Destroyer so dran klebt. Richtig, genau. das ist natürlich möglich. Auch ihr könnt euch auch einen 890 Jump setzen oder sonst wo. Aber jetzt von alleine geht das eben natürlich nicht. Genau. Also wie gesagt, sie ist eben für spätere Zeiten im Spiel eigentlich gedacht. Dinge, die wir jetzt noch nicht in dieser Form haben. Aber die natürlich mit der Zeit durchaus sinnvoll werden und wenn man dann etwas hat, wo man eben entsprechend einfach die Container unten ranklemmen kann und hin und her fliegen kann damit, dann wird das irgendwann später, ich gucke mal so in Richtung der Hull-Serie oder ich gucke mal in Richtung der Banu Merchantman und so, durchaus sinnvoll, wenn man eben nicht nur das große Schiff dabei hat. Aber wie gesagt, also wir haben jetzt schon bei uns intern hier vorhin uns ein bisschen ausgetauscht, weil diese Referral-Bonus gibt es nicht das erste Mal. Den gab es schon mehrfach, auch mit einer Argo MPUV. Und inzwischen kann ich mich, glaube ich, mit keinem Schiff so sehr totschmeißen wie mit dem. Das ist einfach durch die Referrals in verschiedenen Accounts gelandet. Und wir haben irgendwie mal zusammengezählt. Ich glaube, ich habe inzwischen 6 oder 7 davon. Aber wie gesagt, also ich glaube, irgendwann nimmt man die einfach irgendwo mit und parkt sie dann da und dann ist gut. Dann freut man sich, wenn man sie hat. Es ist ein, wie genau, Rabenschwinger sagt, ein Arbeitsshuttle. Genau, und Cintos natürlich braucht man nicht für alles einen Jump Drive. Man braucht den Jump Drive nur, wenn man auf sich selbst gestellt sozusagen in ein anderes System wechseln will. Genau. Das meiste, wenn man in System sozusagen bleiben will, reicht ein Quantum Drive ja absolut aus. Genau. Und den das übrigens auch nicht besitzt, muss man dazu sagen. Richtig, den sie auch nicht hat. Und übrigens, wie Kalle Wirsch sozusagen auch schon richtig sagt, sie wird auch nicht die Weltkosten und an Zeit und Arbeit und UEC später, um sie sich zu erfarmen. Nein,
Ganz bestimmt nicht. Das wird ein günstiges kleines Schiffchen sein. Also von daher, wie gesagt, es ist ein kleines Gimmick. Es ist nicht mehr. Darum geht's, dass ein kleiner zusätzlicher Anreiz geschaffen ist. Übrigens, wenn ihr diesen Referral-Bonus habt, gibt es einen Vorteil und, wenn man so will, zwei Nachteile damit. Der Vorteil ist, kommt mit Lifetime Insurance. Das heißt, dieses Schiff ist dann da und hat sozusagen ist ein Standalone-Schiff, also ohne Game Package, aber mit Lifetime Insurance. Das bedeutet auch, dass ihr das als Token nutzen könnt, um darauf andere Schiffe abzugraden. Ja, haben viele schon gemacht mit ihren Referral-Schiffen, dass sie gesagt haben, hey, habe ich hier, ich meine, ist nicht viel wert, die Argo an sich, ne, um jetzt sozusagen schon ein Upgrade zu kaufen, kostet nicht so viel, aber sie ist immerhin ein Schiff, was da ist mit Lifetime Insurance. Das heißt, wenn ihr von dorthin auf eine Hammerhead upgraden wollt, ja, weil ihr die sowieso haben möchtet, dann könnt ihr das sehr schön benutzen als CCU-Upgrade und dann habt ihr damit auf jeden Fall eine Hammerhead mit Lifetime Insurance. Why not? Der Nachteil ist, muss man aber sagen, kurz zu dem Upgrade-Prozess. Ich glaube, das ist nämlich immer noch so. Upgrade nur zu einem anderen Schiff. Man muss ja mittlerweile sagen, mittlerweile gibt es ja auch nur noch genug Bodenfahrzeuge. Also zu einem Panzer oder sowas upgraden geht nicht. Soweit ich weiß nicht. Man kann, glaube ich, von Fahrzeugen auf Schiffe upgraden. Das geht, glaube ich, inzwischen, aber nicht umgekehrt. Genau. Wobei, wie gesagt, das geht doch inzwischen. Geht doch? Ja. Ich bin mir nicht sicher, ich habe es ewig nicht mehr gemacht. Eine Zeit lang in diesem Wechsel. Nämlich kein Raumschiff zu Bodenfahrzeugen umgekehrt. Genau. Ach, der PTV geht nicht. Okay, das kann sein. Ja. Das kann sein, ja. Dann war es da so. Es war auch tatsächlich so, dass es eine Zeit lang nicht ging, aber wunderbar. Okay, also wie gesagt, scratch that. Also ihr könnt das auch zu einem Fahrzeug upgraden, aber auch hier an der Stelle. Es muss teurer sein, ne? Es muss Mehrwert sein, es muss ein Upgrade sein, ein Downgrade geht nicht, ne? Also von daher, ich wollte gerade sagen, kriegt man nicht den Rest sozusagen in Credits wieder. So ist es. Ich habe eine Mule auf eine Aurora gezogen. Alles klar, siehst du, also funktioniert. Der Tonk ist Teil meiner CCU-Kette zur Banu Merchantman. Alles klar, gut, dann wird das so sein. Vielen Dank. Sehr richtig. Also auf jeden Fall, wie gesagt, könnt ihr sehr schön nutzen, hat Lifetime Insurance, könnt ihr als Upgrade nutzen, hat den Nachteil, dass ihr es nicht giften könnt, also ihr könnt die nicht weiter verschenken, die Referral-Schiffe, nicht an jemand anderes weitergeben, das heißt, auf dem Account, für den dieser Referral-Code benutzt wurde, auf dem ist das fest und ihr könnt es natürlich auch nicht einschmelzen, das heißt also auch, ihr kriegt nicht die Store-Credits gut geschrieben für den Wert, ihr könnt es als Upgrade, kriegt ihr diese Store-Credits, aber eben als Einschmelzen geht eben nicht damit, das heißt, es bleibt da auch mit drin. Dazu muss man aber auch sagen, selbst wenn ihr das dann upgradet, das Geupgradete könnt ihr immer noch nicht verschicken. Ja, also verschicken. Richtig, genau. Vielen herzlichen Dank an der Stelle mal an Tompra. Der hat auf jeden Fall geresubbt mit Twitch Prime für 59 Monate, auch schon nah dran. Und Rabenschwinge, herzlichen Dank für deinen Resub mit 18 Monate, auch mit Twitch Prime. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, also wie gesagt, das ist auf jeden Fall zum aktuellen Zeitpunkt eine Möglichkeit, sich zumindest noch ein bisschen einen Bonus zu holen. Gerade mit den vergünstigten Starterpaketen ist das vielleicht eine ganz interessante Sache. Und wie sich das dann so alles anfühlt und wie man so mit so einem Starterschiff dann ins Spiel startet, naja, da gucken wir uns dann mal das nächste Jahr mit an. Wir haben noch, um das jetzt zum Abschluss zu bringen mit Luminalia, wir haben noch Ingame-Aktivitäten, die ihr machen könnt. Und zwar habt ihr zwei Möglichkeiten. Das eine hatte so ein Toxic schon mal so ein bisschen aus der Frage vorausgegriffen. Das ist das Hauling Gifts Galore. Also die Überschrift heißt einfach nur Überschrift heißt einfach nur Geschenke transportieren ohne Ende, könnte man sagen. Galore ist so halt ohne Ende, ohne Schluss. Massengeschenke verschiffen. Genau. Und da gibt es Missionen in-game, die ihr annehmen könnt. Dann werden euch eben Geschenke entsprechend in den Hangar gepackt und die könnt ihr dann irgendwo abgeben. Oder ihr könnt auch einfach eigene Sachen damit machen und hoffen, dass das Spiel euch nicht crasht und die ganzen Geschenke verloren gehen. Aber man kann halt schöne Dinge tun, wie zum Beispiel unser lieber Varal hier, der schon seit Jahren inzwischen Posterboy für genau dieses
Event und genau diese Mission ist. Denn er hat damals dieses wunderschöne Bild hier gemacht, wie er grinsend vor gefühlt hunderten von Geschenken steht und hat auf jeden Fall damit es in die Annalen der Geschichte von Star Citizen geschafft, weil seitdem ist ja. Ich würde sagen, steht da unten links in der Ecke. Screenshot Contest Entry bei Varal. Genau, so ist es. Stimmt, richtig. Ja? Habe ich gar nicht gesehen, aber es stimmt. Das stimmt genau. Das ist echt, das ist mir nie aufgefallen, aber ja. Ja, siehst du mal. Sehr richtig, genau. Credit is due. Ja, aber hallo, genau. Richtig. Und außerdem könnt ihr auch noch auf Geschenkejagd gehen, nämlich in den jeweiligen Landezonen. Da gibt es diese kleinen Präsente. Die sind wirklich also eine Mini-Version von den großen und die liegen da überall rum und die könnt ihr einfach aufsammeln, mitnehmen und entweder baut ihr euch damit einen schönen Weihnachtsbaum irgendwo auf Microtech oder ihr gebt sie im Admin-Office ab bei der jeweiligen Landezone, also egal in welcher Landezone, ihr könnt die einfach überall einsammeln und in einer Landezone dann alle verticken, wenn ihr möchtet, aber vor Ort kann man das natürlich dann auch und dann kriegt ihr 500 Alpha UEC pro Geschenk, die ihr abgebt. Damit kann man manchmal einfach auch ein bisschen die Kasse aufbessern. Ich möchte euch aber zu bedenken geben, bevor ihr euch jetzt unglaublich in den Geschenkemalström begebt und jetzt hier anfangt, stundenlang Geschenke zu sammeln und stundenlang Geschenke durchs Verse zu transportieren, um euch ordentlich im Geld nach oben zu boosten. 3.18 is gonna come. Ja. Und dann ist alles wieder weg. Ja, ist ein bisschen schwierig jetzt, diese Situation, aber es ist so. Ja. Dementsprechend also ist das also eher so semi-sinnvoll zum aktuellen Zeitpunkt. Wir schlagen euch an der Stelle vor, macht damit lustige Sachen. Ja, scheiß auf die Kohle. Macht irgendwas Lustiges damit. Macht eine schöne Aktion. Baut euch einen hübschen Weihnachtsbaum irgendwo oder was auch immer. Macht ein paar Screenshots. Vielleicht wird auf jeden Fall... oder macht eine Giftkarte draus. So eine Grußkarte da draus. Ihr seht, da kann man noch einiges erreichen. Also ist vielleicht in dem Sinne sinnvoller. Denn sind wir mal ehrlich, die 3.18 ist im kurz vor dem vollständigen PTU-Launch. Jetzt zum Beispiel zumindest zum Aufnahmezeitpunkt der Sendung. Das kann morgen schon wieder anders sein. Und dann wird sie irgendwann kommen und dann kommt ja ein kompletter Wipe und dann ist das alles weg. Bis auf die Sachen, die ihr euch eben geholt habt hier im Festival. Genau, gratis Idee von mir für eine Postkarte. Ihr könnt die natürlich alle genauso nachmachen und gucken, wer der Beste gewinnt sozusagen. Macht so eine Art Schneeengel mit eurem Charakter, der auf dem Boden liegt, mit Geschenken drumherum, die so weggedrückt wurden. Schöne Idee. Ja. Gute Man kann Idee. Sich jetzt nicht wirklich mit einem Emote irgendwie wie so ein Engel auf dem Boden liegen, aber zumindest so dahinlegen und die Engelform drumherum. Man kann ja alles schön punktuell platzieren. Macht hier so eine Engelform und macht das als Karte. Schöne Idee. Bin ich auch noch gar nicht drauf gekommen, aber können wir ja mal probieren. Genau, wir versuchen mal zu ragdollen sozusagen auf dieser Art und Weise. Wunderbar, genau. Ich möchte übrigens sagen, sie haben sich offiziell zu dieser Sache noch nicht geäußert bezüglich der Geschenke-Einnahmen, die man jetzt in-game vielleicht hat. Es gab auch schon Dinge, wo sie dann im Nachhinein gesagt haben, es haben sich so viele Leute beschwert und es haben so viele Leute gesammelt und jetzt ihr Geld sozusagen da verdient. Wir geben den Leuten, die sich halt an Luminalia mit der Geschenkesuche da beteiligt haben, einen kleinen Bonus auf die Start-UEC für die 3.18. Also sowas gab es zum Beispiel bei Siege of Orison, ne? Oder solchen Events. Oder sowas wie sämtliches Geld, was in den 3 Wochen vor dem Patch sozusagen mit Geschenken wohlgemerkt eingenommen wurde von dem jeweiligen Charakter, das wird noch mit rübergenommen. Genau. Das kann sein, das kann passieren. Wir können es nur an der Stelle jetzt nicht absehen und es hängt dann eben vor allem an der Community sozusagen, ob das jetzt für wichtig erachtet wird oder nicht. Zum aktuellen Zeitpunkt aber gehen wir davon aus, dass alles eben gewiped wird. Ja. Und macht's nicht wie Wolfgang, bitte. Nicht in der Weihnachts- oder Neujahrszeit. Beschwert euch bitte nicht bei CRG darüber, dass das Geld weg ist. Auch nur Menschen. Genau, ja. Wie gesagt, also es kann durchaus sein, dass das was hilft, aber wir können es an der Stelle eben nicht bewerten. Und damals ging es, als diese Regelungen getroffen wurden, ging es hauptsächlich um die Ingame-Events, die dann eben auch sehr viel
sagen wir mal, mehr Engagement noch gebraucht haben, als dass man nur durch eine Ladezone gelaufen ist und irgendwelche kleinen Geschenkchen eingepackt hat, sondern die dann mit Siege of Origin zusammenhingen und Spielern, die dann mehrere hunderttausend Alpha UEC verdient hatten über die Zeit und dann kam der Patch und dann machte es Fuff und alles sollte weg sein. Da haben sie zumindest ein bisschen mit rum experimentiert. Wir gehen aber, wie gesagt, aktuell davon aus, dass mit einem Wipe dann eben auch alles weg ist. Ne? Genau. So ist es. Also von daher gucken wir mal, wie sich das dann ausgehen wird. Das wissen wir an der Stelle jetzt natürlich noch nicht. Aber ihr könnt auf jeden Fall dran dann teilnehmen und euch im Zweifel noch vor dem Release der 3.18 ein schönes Leben damit im Verse machen. Oder eben auch einfach lustige Sachen anstellen damit. Genau. Ja, damit haben wir eigentlich den Luminalia-Teil abgeschlossen soweit. Wenn da ansonsten noch Fragen zu sind, gerne einfach in den Chat hauen, in die Kommentare, wo auch immer. Da sind wir auf jeden Fall gerne immer zu einer Antwort bereit. Und wir gucken uns jetzt gleich mal so ein bisschen, oder machen mal eine kleine Retrospektive zu der Entwicklung dieses Jahr. Und bitte dazu damit vielleicht schon mal alleine starten. Ich müsste mal kurz eine Bio-Break machen. Ja, natürlich. Gerne. Hau rein. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. Genau. Also ist übrigens insgesamt so, das hatten wir am Anfang der Sendung gar nicht angesagt. Aber ihr hört es vielleicht bei Syntoxic so ein bisschen. Er hat ja auch gerade geschnieft und musste sich die Nase putzen. Der ist gerade, laboriert gerade noch an einer Erkältung herum, die ihn glücklicherweise gerade verlässt. Und bei mir kommt gerade eine auf, weil irgendwie der gesamte Haushalt um mich herum irgendwie krank ist. Das heißt, wir werden heute nicht ganz so ewig lange machen, einfach aus dem Grund, weil morgen nochmal Weihnachtsfeier ist und ich morgen auch auf jeden Fall fit sein muss. Aber ja, so ist das eben mit der Weihnachtszeit und wie das Ganze kommt. Das kennen wir ja schon. Genau. Ja, damit wollen wir uns gleich mal, wollen wir einfach gleich mal einen Blick auf die Roadmap werfen und schauen sie uns mal an, was wir in der Zeit so erlebt haben. Jetzt müsste man, huch, da ist noch ein anderes Video drin. Hier, das da wollte ich euch zeigen. Genau, so, wir haben also den Release-View jetzt und wir sehen, dieses Jahr war ein von der Patch-Anzahl her verhältnismäßig mageres Jahr. Kann man, glaube ich, direkt so sagen. Das war zu erwarten, weil wir ja wussten bzw. geahnt haben, dass mit den technischen Hürden und Meilensteinen, die noch zu nehmen sind für die Weiterentwicklung von Star Citizen, dass es dieses Jahr nicht zu allzu großen Content-Explosionen kommen kann. Und so ist es auch. Es kann sein, dass es immer noch offen oder immer noch möglich, dass wir dieses Jahr 2022 nur einen wirklichen Content-Patch gekriegt haben oder kriegen. Das wäre nämlich dann die 3.17. Die 3.18, die ist ja momentan noch nicht im PTU. Das bedeutet also, wir warten da noch auf diesen Patch, der jetzt kurz davor steht, released zu werden, also zumindest ins PTU zu kommen. Aber ob er eben dieses Jahr auch noch live geht, das wissen wir natürlich nicht. Und dementsprechend wissen wir natürlich auch nicht, ob es wirklich dabei bleibt. Also sprich, ob wir wirklich zwei Major Patches kriegen dieses Jahr oder ob der Live-Release von der 3.18 dann doch vielleicht auf den Januar rutscht. Das können wir an der Stelle natürlich nochmal, beziehungsweise das wissen wir an der Stelle eben natürlich noch nicht. Ne? Genau. Vincenzo hat dazu eine Frage oder hat insgesamt eine Frage. Was ich mich frage, wird es CAG mit 3.18 oder 4.0 schaffen? Und die Meshing und die Datenbank erfolgreich zu entwickeln, dass wir auch nach Pyro und dann nach Nyx reisen können. Oder wie Knebel es meint, wieder viel wieder die 4.0 auf übernächstes Jahr verschieben, wenn sie weiterhin Probleme mit der schwierigen Entwicklung von Meshing und den Entity Graph Datenbanken haben werden. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Okay, also es ist natürlich sehr schwer vorauszusagen, was in dieser technischen Richtung
passieren wird. Das ist alles insgesamt natürlich Spekulation und Glaskugel lesen, ne? Das ist, glaube ich, klar. Wir haben intern hier viel darüber gesprochen und war mir mit Sudo eigentlich so weit einig, dass wir mit einiger persönlicher Sicherheit davon ausgehen, dass im nächsten Jahr der 4.0-Patch kommt. Es arbeitet letztendlich alles darauf hin. Es sieht jetzt auch darauf aus, egal ob es jetzt im Dezember ist oder ob es dann im Januar zu einem Live-Release kommt, dass die 3.18 kommt. Dass also das im Endeffekt eine Frage von Wochen ist, wenn man so will, bis der Live-Patch dann wirklich da ist. Und dass danach zwar klar ist, dass es noch einen 3.19-Patch geben wird, da kann man sehr stark von ausgehen, aber dass die Zeichen letztendlich alle in Richtung 4.0 deuten. Und letztendlich, ob es in oder in welcher Form dann da Schwierigkeiten auftreten, als dass wir nochmal eine lange Durststrecke haben, dass wir nochmal erstmal lange mit einer 3.18 leben müssen, 3.18, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4 und so weiter. Und dann eben die 3.19 kommt und das Jahr damit rumgeht, ist schwer vorauszusagen. Aber so wie wir letztendlich die letzten Äußerungen und das, was wir selber so mitbekommen von Cloud Imperium Games interpretieren, stehen die Zeichen auf 4.0 für 2023. Und damit wäre natürlich auch der Sprung im wahrsten Sinne des Wortes nach Pyro gemacht. Und damit wäre es auch so, dass wir letztendlich einen, sagen wir, ersten Schritt in Richtung der endgültigen Entwicklung des Server-Mashings hätten. Ob das natürlich wirklich alles reinpasst und ob es da noch irgendwelche Hindernisse gibt, von denen wir jetzt noch nichts ahnen und vielleicht von denen auch CIG selbst noch nichts ahnt, das können wir an der Stelle natürlich nicht sagen. Das ist, wie gesagt, können ja unter Umständen die Developer selber nicht wissen. Aber die Zeichen stehen dafür und ich denke, man kann sich zumindest schon verhalten darauf freuen, dass im nächsten Jahr eine relativ große Veränderung ansteht. Erstmal wird sich ziemlich viel ändern mit der 3.18 und von dort aus wird es dann eben Richtung 4.0 in einem strammen Tempo weitergehen, zumindest was den Schwerpunkt des Developments ausgeht. Ja. Daher gucken wir mal. Genau, also ansonsten hatten wir die 3.17, die mit den neuen, sagen wir mal, größten Veränderungen kam, indem wir zum Beispiel die neuen und anders angeordneten Lagrange-Points mit den entsprechenden neuen Stationen hatten, die also diese Locations mit reingebracht haben. Die entsprechende Versionen, habt ihr vielleicht schon gesehen, von den Derelict Outposts mit drin hatten, die jetzt im Spiel sind. Auch entsprechend das Reclaimer-Wrack, was dann eben zum Settlement geworden ist, die Kliniken überarbeitet hat und das neue Hospital kam rein. Also im Endeffekt alles Veränderungen innerhalb der bestehenden technischen Grenzen. Und das waren ja auch genau die Updates, die wir uns für dieses Jahr schon vorgestellt haben, dass sie sozusagen nicht weit über den Horizont hinauswachsen und auch nicht hinauswachsen können, aber dass sie innerhalb sozusagen das Ganze eben überarbeiten und zum Beispiel auch der KI dann jetzt die Möglichkeit gegeben haben, über die Planeten zu laufen und selber sozusagen anzukommen. Und an manchen Stellen hat es ja zu sehr vielen lustigen Situationen geführt, dass dann das Shuttle von denen gelandet ist, aber sie sind nicht rausgegangen. Gerade hier bei den KI-Chips kam das durchaus gerne mal vor und passiert auch nach wie vor. Genau, dann ging es von dort aus weiter. Dann haben wir die entsprechenden Missionen dazu bekommen für die Reclaimer-Wracks. Wir haben das Event dazu bekommen, Siege of Orison, was ja mehrfach dieses Jahr gelaufen ist und was immer noch weiter überarbeitet wird. Es gibt jetzt auch Delivery-Missions, die illegale Güter mit beinhalten. Und, was ein großes Update und tatsächlich ein wichtiger Punkt fürs Gameplay war, ist, dass man Sachen jetzt verkaufen konnte. Das ist auch erst seit diesem Jahr möglich. Seit April kann man jetzt eben auch die Sachen, die man selbst gelootet hat oder die man falsch fehlgekauft hat, dann entsprechend verkaufen.
Dazu gab es dann das Ship-to-Ship-Refueling, was viele Leute auch schon ausprobiert haben, was nach wie vor, glaube ich, noch ein bisschen hakig ist und ein bisschen zu lange dauert für meinen Geschmack, aber es funktioniert zumindest. Das bedeutet, hier können jetzt auch die Starfarer genutzt werden. Für Stanton an sich nicht so eine große wichtige Technik, weil es hier sehr, sehr viel gibt, was man immer noch erreichen kann, notfalls, auch mit noch relativ wenig im Tank. Aber für Pyro wird das System natürlich sehr viel wichtiger. Ne? Genau. Ja, weil ich es immer wieder hin und wieder lese, ich wiederhole es einfach immer mal wieder nochmal, die aktuellen Entwicklungen bezüglich des PTU sehen eigentlich so aus, dass die Alpha 3.18 jederzeit jetzt ins PTU kommen kann. Sie haben sich vorgenommen, sie innerhalb der nächsten Tage zu releasen. Diese Information ist von Montag. Das bedeutet also, wir können davon ausgehen, dass wir so schnell, als es bei denen möglich ist, eine Info bekommen, wann die Wave 1 startet. Es wird vermutlich nicht mehr zu lange dauern und man kann vielleicht darauf hoffen, dass wir zum kommenden Wochenende jetzt schon eine Information dazu kriegen oder vielleicht zumindest schon mal eine Wave 1 bekommen. Ja, genau. Genau, manche Änderungen hören sich schon so selbstverständlich an, als wären sie schon ewig im Spiel. Das ist richtig. Das kommt einem dann immer wieder so vor, wenn man so einen Rückblick macht. kennen wir auf jeden Fall schon gut. Wir haben dann innerhalb, es gilt noch natürlich für die 3.17, weil es jetzt mit der 3.17.4 kam, aber dementsprechend auch mit in den Patch-Zyklus der 3.17 gehören die Anvil C8R Pisces, die kleine Rescue Pisces, mit dem Medbat drin, da gehört die Drake Cutter rein, die jetzt auch rauskam zur Intergalactic Aerospace Expo, den Greycat Stevie, ne? Den wir alle jetzt oder viele von uns schon ausprobiert haben. Die Drake Corsair ist endlich ins Spiel gekommen und nach langer Zeit in der Konzeptphase hat sie es dann geschafft. Auch schon fast Inventar bei vielen, der Anvil Centurion, der tatsächlich nochmal das Portfolio der Luftabwehrfahrzeuge erweitert hat. Reinkam die Drake Mule, der kleine Gabelstapler, der viele Leute erfreut hat und wie man hörte sogar schon ein Upgrade für eine Aurora dargestellt hat. Nein, andersrum. Nee, es war eine Aurora, doch, die zur Mule wurde, ne? Genau, richtig. Nee, umgekehrt. Okay. Dann haben wir die RSI Scorpius, den X-Wing von Star Citizen, den wir selber auch schon viel ausgeführt haben. Die Hull A als erstes der Reihe der Hull-Serie ist ins Spiel gekommen und kann jetzt schon genutzt werden. Und dementsprechend war es also an Schiffen und Fahrzeugen doch einiges. Allerdings eben alles nur innerhalb von einem Patch. Ne? War schon richtig. Aurora zu Mule. Ah ja, siehste, genau. Alles klar. Ich wusste nicht mehr, warum ich es mir gemerkt habe. Mhm. Und wir haben Flussläufe. Und die sind tatsächlich momentan bisher nur auf Microtech, aber es ist im Endeffekt ein großer Fluss auf Microtech, aber die Cortech ist jetzt da und der selbst kann man wirklich nur empfehlen, ist auf jeden Fall eine Augenweide. Das kann man sich schon sehr schön angucken, ne? Diesen Fluss. Genau, so ist es. Du findest den nicht? Es ist doch eigentlich von oben sogar schön zu sehen, wenn man über Microtech ist. Lass dir mal ein paar Hints geben bei uns auf dem Discord, Rabenschwinge, wie du den findest oder wo der durchgeht, weil im Endeffekt kann man ihn sogar von oben sehen eigentlich. So ist es. Ja, genau. Jetzt werde ich kurz mal mir was Neues zu trinken holen, wo du gerade jetzt wieder da bist. Ach so. Ich bin gleich sofort wieder da. Aber wenn du möchtest, wenn es irgendetwas gibt jetzt gerade in der Roadmap, was du persönlich aus diesen Sachen, die wir bekommen hast, als besonders interessant oder für dich eine Sache, die du als Highlight bezeichnen kannst, kannst du ja gerne mal drauf eingehen. Oder so, vielleicht, wenn du auch Fragen aus dem Chat hast, die habe ich gerade jetzt nicht drauf geachtet, während ich erzählt habe, dann kannst du es ja nehmen. Ich bin gleich wieder da, ja, eine Sekunde. Ah, alles klar. Fragen. Ich sehe gerade von dem Chat, so kam die Frage, ob Events weiter ausgebaut werden. Davon können wir sehr stark ausgehen. Also mit dem Ninetales-Event kam ja mehr oder weniger das erste, ich nenne es jetzt mal Global-Event raus.
was wirklich als solches größere Sprünge gemacht hat, dann gefolgt von Siege of Orizon. Und von solchen Events werden wir nach und nach immer mehr sehen. Einfach damit auch natürlich die Spieler mehr Content haben. Irgendwann ist natürlich das Ziel, dass sowas auch KI generiert wird. Also dass solche Events immer mal random basierend auf Machtverhältnissen, Wirtschaftsverhältnissen und sonstigen Dingen neu auftaucht. Sowas wird immer häufiger kommen und es ist ja auch scheinbar sehr beliebt. Sie kämpfen auch, glaube ich, immer so ein bisschen mit dem Balancing, dass das alles so funktioniert. Aber das wird natürlich mit jedem Event auch besser werden. Deswegen, Events kommen definitiv nochmal neue. Sophila Lee schreibt, bitte mal Non-Combat-Events. Ja, wäre ich auch ein großer Freund von, denn selbst Händler-Events oder so, wie jetzt oder Transport-Events, wie jetzt rund um ach Gott, wer Luminaria, heißt es meinst du? hier? Oder? Luminalia, ja, aber ich meinte hier, ach, wie heißt es, 2.0, Drogenschmuggel, Ach so, Jumptown. Jumptown 2.0 und solche Sachen. Das eskaliert natürlich aus offensichtlichen monetären Gründen immer in ein Combat-Event, auch wenn es PvP eigentlich, technisch ja, genau. gesehen, genau, als PvP-Event, auch wenn es technisch gesehen ja keins ist, aber das ergibt sich halt automatisch. Ja, fände ich aber auch ganz gut, wenn vielleicht auch mal so Events mit irgendwelchen, wie sagt man, so Cluedo-mäßig, irgendwelche Investigations, Untersuchungen zum Beispiel, irgendwelche Geheimnisse aufdecken oder so, Gegenstände, die in irgendwelchen Höhlen versteckt sind, finden oder so, wo jetzt man nicht gezwungen ist, sich drum zu streiten. Sowas wäre mal ganz nett. Mal gucken, ob sowas in der Richtung kommt. Oder überhaupt einfach Suchevents. Ne? Also wenn es mal heißt, irgendwie findet bitte das Benny Stonehenge oder so, aber oder irgendeine neue Version davon. Einfach mal so eine Ostereiersuche sozusagen zu machen, wo niemand wirklich außer den Entwicklern weiß, wo man hin muss. Mit ein paar Hinweisen sozusagen, dass die Spieler es dann finden müssen, fände ich auch mal ganz nett. Genau. Zumindest die Investigation Missions, da haben wir ja schon mehr von gehört jetzt. Gerade zur CitizenCon gab es ja ein Panel dazu, sollen also größer werden und mehr werden. Und da wäre dann natürlich auch möglich, dass es dann in diese Richtung eben mal Events gibt. Denn aktuell, haben Sie ja auch dazu gesagt, sind die Events hauptsächlich im Bereich des PvP oder PvE. Ninetales Lockdown zum Beispiel ist mehr oder weniger ein PvE-Event. Auch die Xeno-Threat-Geschichten sind PvE-Events, ja, Siege of Orizon genauso. Und dann hat man eben zwischenzeitlich sowas wie Jumptown, die dann PvP-Events sind, eher, wo es dann, sagen wir mal, eher nachrangig um das Transportieren von Kisten und Handeln geht, sozusagen, sondern wo es eigentlich darum geht, dass man sich hauptsächlich gemeinsam prügelt. Ne? Und dementsprechend also gibt es momentan eigentlich nur Events, die auf dem Kampfsystem beruhen. Und ja, dementsprechend hofft man natürlich, dass es da in diese Richtung auch weitergeht. Aber wie du ja eben auch schon angedeutet hast, das Ganze soll ja in Zukunft mehr und mehr Quantum übergeben werden. Sodass Quantum dann Stück für Stück die Events selbst triggert, gerade wenn es dann über mehrere Sternensysteme hinausgibt und dann in diesem Sternensystem mal was anderes ist als in dem. Man kann, glaube ich, fest davon ausgehen, dass die Events, die in Pyro stattfinden, völlig anderer Natur sein werden als das, was wir in Stanton bekommen. Genau. Und dementsprechend also man da nochmal gespannt sein kann, was sie sich dafür einfallen lassen. Und dann soll das eben, wie gesagt, Stück für Stück an Quantum übergeben werden und dann werden sie mehr oder weniger automatisiert getriggert. Das heißt eigentlich vom Verhalten der NPCs, der Preisentwicklung, den jeweiligen Spielerverhalten abhängig und so weiter und so fort. Ja. Also ja, wird es auf jeden Fall geben.
Und ich denke, was sie auch gesagt haben, war zum Beispiel Events wie Siege of Orison werden noch weiter überarbeitet, sie werden weiter angeglichen, ausgebaut und sozusagen der Missionsarchitektur angepasst. Das bedeutet, die werden dann auch irgendwann nicht mehr so alleinstehend sein, weil momentan hat man so ein bisschen das Gefühl, du gehst in so ein Event rein, das ist wie so eine, ja, so ein Instanzkampf, ne, den man dann hat. Genau. Man geht mit jeder Menge Loot raus, gerade bei Siege of Orison, ne, es gibt so Spiele da draußen, Martin, die gehen da einfach nackt hin, ohne irgendwas, machen einen Takedown mit dem ersten NPC, nehmen sich alles, was sie kriegen können und kämpfen dann weiter und kommen halt am Ende wie so ein Kiepenkerl zurück, ja, wo so überall irgendwas draus rausragt und sie überall Waffen und Ausrüstung und so haben. Geht, ja, wenn man gut genug ist und das Event soweit kennt, kann man das machen. Aber es ist so ein bisschen so ein abgeschlossener Mikrokosmos und ich denke, sie wollen das versuchen das jetzt immer Stück für Stück weiter so weit zu integrieren, dass es eben sich auch anfühlt, als wäre es gerade etwas, was da wirklich passiert und nicht eine Sache, die so sehr separiert ist. Bei dem Nine Tails Lockdown übrigens funktioniert das, finde ich, schon ganz gut. Ich hatte tatsächlich schon mehrfach den Moment, dass ich aufgrund von irgendwelchen Ausrüstungsgegenständen oder irgendwelchen Rüstungsteilen oder sonst irgendwas oder Komponenten auch, dass ich genau zu diesem blödsinnigen Lagrange-Point hin musste, der dann blockiert war. Und wo ich mich dann wirklich blockadebrechermäßig durchgehämmert habe, einfach um am Ende da zu landen und wusste, oh Gott, jetzt muss ich den wieder ausweichen. Geht ja momentan mit den Flugmodi noch ganz gut, dass man einfach sagt, so aufsteigen, Knüppel auf den Tisch und dann bloß weg. Aber es war zumindest schon so, dass man das Gefühl hat, ach, das ist jetzt wirklich inconvenient, dass die sich jetzt da hingesetzt haben. Sehr, sehr unangenehm. Und man sich da jetzt durch die Blockade durchbrechen muss. Aber das funktioniert schon ganz gut bei anderen Events. Ist es eben sehr so sekundär, nebensächlich. Ne? Genau, aber das wird ein sehr wichtiger Spielinhalt von Star Citizen sein und werden auch für die Zukunft fast wahrscheinlich noch wichtiger für irgendwann als die einzelnen Missionen, die es da so gibt und die man so machen kann. Ne? Mhm. Genau, ja, also für mich war an der Stelle in der 3.17 tatsächlich. Für mich gab es so zwei Sachen, die besonders wichtig waren dieses Jahr. Das war im Endeffekt das Siege of Orison Event, was ich sehr schön gestaltet fand, was noch so seine Kinderkrankheiten hat, aber das liegt nicht so sehr an dem Design der Mission an sich, als der Art, wie viele Spieler damit umgehen. Da ist noch so ein bisschen eine Kinderkrankheit drin, dass es eben so Punkte geht, wenn die Spieler nicht aufeinander achten, beziehungsweise Leute da so Leroy Jenkins-mäßig einfach durchpreschen, dass sie dann im Zweifel dafür sorgen, dass die anderen nicht mehr mit der Mission fortfahren können, weil alle Schiffe weg sind zum Beispiel, die man dafür nutzen kann. Da gibt es noch ein paar Kinderkrankheiten, die geändert werden müssen, aber ansonsten ist das ein sehr, sehr spannendes und schönes Event und wurde hier bei uns auf dem Kanal auch x-fach gespielt. Also ich weiß gar nicht, wie oft es hier gelaufen ist, aber sehr, sehr oft. Und das sieht man, daran sieht man schon, dass man immer wieder Spaß dran haben kann. Das war für mich cool. Und das Zweite, was ich wirklich wichtig und gut fand, auch wirklich aus eigenem Interesse, war, dass man wieder Sachen in den Shops verkaufen kann. Also es ist eine kleinere Sache eigentlich, ne? Generell jetzt kein so riesen Upgrade, aber es ist eben das erste Mal in der PU-Geschichte, dass das geht und es ist eben immer wieder wirklich sinnvoll, weil man ja im Zweifel mit Schränken voller Loot aus den bestimmten Missionen rauskommt, auch aus den normalen Outpost-Missionen im Zweifel. Und dann damit rumsteht und entweder verteilt man das an seine Crew oder man kann es halt jetzt endlich verkaufen. Das war ein sehr wichtiger Punkt. Hallo Vicardi! Schön, dich mal wieder zu sehen. Einen schönen Abend wünsche ich dir. Und genau. An der Stelle wirklich nochmal die Ermutigung, ihr seht es gerade, wenn ihr Fragen habt, wenn euch Themen interessieren, egal ob es jetzt gerade zum Thema aktuell ist oder rund um Star Citizen Squadron 42, schmeißt die Fragen gerne in den Chat. Wir werden gerne versuchen, sie euch zu beantworten. Oder es gibt auch Leute aus der Community hier, die ähnlich fit sind wie wir, die auch das Ganze dann beantworten können. Also haltet euch nicht zurück. Dafür sitzen wir jetzt hier auch. Ist Pyro jetzt drin oder sollte das erst mit dem Mashing kommen?
Alles gut, kein Problem. Darum, genau deshalb sage ich das und genau deshalb ermutige ich euch, solche Fragen zu stellen. Egal, ob man lange nicht mehr dabei war, ob man das erste Mal hier eingeschaltet hat oder schon lange zuhört, ist überhaupt gar kein Problem. Novias, Pyro ist jetzt aktuell noch nicht drin und Pyro kommt jetzt auch mit der 3.18 noch nicht, die jetzt kurz davor steht, ins PTU zu kommen und vielleicht dieses Jahr noch live released wird, sondern Pyro kommt mit der 4.0. Und bevor die kommt, wird es auf jeden Fall 2023, was jetzt nicht mehr lange hin ist, aber es wird auch auf jeden Fall noch einen 3.19-Patch vorher geben. Also, wir können jetzt schon mal sagen, kommt jetzt die 3.18, die ist relativ um die Ecke. Dann gibt es die 3.19 im nächsten Jahr, das wissen wir auch schon, dass sie kommen wird. Und dann kann es sein, dass sie so weit sind, dass die 4.0 kommt und dann Pyro reinkommt. Kann aber auch sein, dass es noch ein Patch obendrauf gibt. Das wissen wir aktuell eben nicht. Nur, dass eben die 4.0 und damit auch das Pyro-System angesetzt ist für nächstes Jahr. Ja, genau. Und wie das jedes Jahr so ist, gerade der Anfang, also so der Januar oder so in im neuen Jahr wird halt wieder geprägt sein mit Jahresabschluss sozusagen und was hat man im letzten Jahr erreicht und was steht im neuen Jahr an. Da wird wahrscheinlich nochmal viel über den Haufen geworfen und neu organisiert. Mhm. Das heißt, alles, was wir zum jetzigen Zeitpunkt mit unserem jetzigen Wissen sozusagen uns zusammenreimen würden, kann da schon wieder komplett über den Haufen geworfen werden. Deswegen werden wir ja da jetzt nicht groß irgendwie Pläne von CIG mit unserer Kristallkugel sozusagen versuchen zu deuten. Ja. Weil, wie gesagt, das kann sich alles nochmal verändern. So ist es, genau. Und dann geht's weiter mit, weiß man nun eigentlich, wie es mit der Banu Merchant Man steht? Ja, zumindest von den Aussagen, die wir jetzt über die Intergalactic Aerospace Expo und danach mitnehmen konnten. Es ist bei der Banu Merchant Man momentan ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist sie nach wie vor in Produktion. Das bedeutet, es wird aktiv an diesem Schiff gearbeitet. Das ist auch nach wie vor so. Auch wenn aus den Formulierungen, aus diesem Live-Talk ein paar Missverständnisse entstanden sind. Die Quintessenz ist, sie ist nach wie vor in Produktion. Aber es ist nur noch eine Skelett-Crew, das heißt also, sagen wir mal, das Nötigste am Team dran, was sozusagen notwendig ist, um daran zu arbeiten. Nicht mehr, das sind, glaube ich, hatten sie gesagt, 3 oder 4 Developer, die momentan an der Banu Merchant Man arbeiten. Und diese arbeiten auch nicht mit der vollen Priorität daran. Warum nicht? Weil die Banu Merchant Man nicht nur ein sehr großes Schiff ist und nicht nur ein Schiff ist, was sozusagen insgesamt eine Menge Arbeit braucht, bis es fertig ist, sondern weil es auch ein einzigartiges Schiff ist. Ein Schiff, von dem man, wenn man es baut, keine oder fast keine Teile für irgendetwas anderes benutzen kann. Das war schon bei der Defender so. Ja. Aber die bei der Defender, die sozusagen so eine Art artistische, wenn man so will, Vorversion von der Banu Merchantman dargestellt hat, ist es bei der großen Merchantman so, dass sie im Endeffekt diese Assets, die sie da bauen, dann beiseite legen und wenn dann irgendwann mal wieder ein Banu-Schiff kommt oder sie sich irgendwann wieder um die Banu als Kultur kümmern, als Location vielleicht, dann kann man das wieder aus der Tasche holen. Aber zum aktuellen Zeitpunkt ist es so, dass es im Endeffekt sehr alleinstehend ist, was sie damit machen. Und das bedeutet auch, dass es in der Priorisierung nicht weit vorne liegt, weil sie momentan Sachen priorisieren, die sie eben dann auch mehrfach nutzen können. Das bedeutet, wenn sie jetzt zum Beispiel ein Schiff für RSI bauen und damit auch ein bisschen noch weiter den Style Guide von RSI ausformulieren und auch erneuern und modernisieren, dann sind das Formsprachen und Assets, die zum Beispiel bei einem Rework von der Andromeda oder von der Constellation-Serie wieder mit reinkommen können oder die man für ein anderes RSI-Schiff benutzen kann und so weiter und so fort. Bei der Banu Merchant Man ist es eben so, dass sie sehr viel Arbeit kostet auf der einen Seite, weil es alles neu gemacht werden muss, weil es alles ein neues Design braucht. Auf der anderen Seite eben keine Zweitverwertung aktuell möglich ist. Und deshalb läuft die Produktion zwar weiter,
aber mit einem relativ geringen Priorisierungsgrad. Was schlichtweg bedeutet, dass es länger braucht, bis dieses Schiff endgültig fertig ist und es auch so weit ist, wie Sie sich das vorstellen. Sie haben dafür jetzt keine weitere Zeit genannt. Sie haben nicht gesagt, wie Sie selber damit planen. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie für die Endfertigung der Banu Merchantman aktuell auch gar kein Zieldatum haben. Da muss ich dich aber gleich kurz korrigieren, nachdem ich noch was anderes sage. Ja. Mit all dem, was Sawyer sagt, hat er natürlich vollkommen recht. Es geht darum, mit der Wiederverwendung von Teilen oder Aspekten der Banu Merchantman, aber nicht zum Beispiel darum, Shops in einem Schiff zu haben. Da könnte man ja sagen, oh, das brauchen wir doch für die Kraken auch. Die hat ja auch Shop-Space. Das ist nicht gemeint. Es ist hauptsächlich Asset-Content, der gemeint ist. Zum aktuellen Stand der Deliverables sozusagen, der verschiedenen Aspekte der Banu Merchantman. Aktuell wäre sie nach dem Plan fertig Mitte Juni 2023. Aktuell ist da, die sind noch dran, ist diese Skeleton Crew vom EU Vehicle Content Team dran. Alle anderen, also das Narrative Team, ist natürlich offensichtlich schon lange fertig sozusagen. Das VFX-Team, das Sound-Team und das, oh Gott, WCT, Weapon-Content-Team, die hatten alle ihre Hände schon dran. Die letzten, die fertig geworden sind, war das VFX-Team. Die sind etwa Mitte August fertig geworden. Also fertig im Sinne von, sie haben ihr aktuelles Work-Package beendet. Aber wie gesagt, der letzte Teil ist das Vehicle Content Team sozusagen, das zieht sich noch am weitesten nach in die Zukunft. Ist, wie gesagt, aktuell, nach aktuellem Zeitplan sozusagen auf Mitte Juni vorgesehen, nächstes Jahr. Wie gesagt, kann sich nochmal ändern, wenn sie jetzt zum Jahresbeginn da groß was dran machen. Aber wir haben ja auch in der Vergangenheit schon häufig gesehen, in Inside the Citizen zum Beispiel, da wird aktiv dran gearbeitet. Es gibt schon verschiedene, nicht nur irgendwie Blockouts, sondern auch wirklich schon Vehikelmodelle sozusagen, also in Anführungszeichen fertige Schiffsteile sozusagen, die man schon sehen konnte. Aber wie gesagt, ich glaube, dass all diese Aspekte jetzt zusammengebracht werden müssen mit einer relativ kleinen Crew aus dem Entwicklerteam, wird halt dafür sorgen, dass es mindestens bis Ende Q2 nächsten Jahres dauert. Genau. Und ich glaube, wenn man, sie haben sich halt beim letzten Vehicle Talk sehr, sehr bedeckt gehalten, was die Leute schon wieder in Angst und Panik versetzt hat für die Banu Merchantman. Sie haben aber nicht gesagt, dass die Arbeit daran eingestellt ist. Auch wenn es einen Nebensatz des Entwicklers gab, der sagte, wir haben sie momentan nicht hoch priorisiert. Ja. Trotzdem wird daran weitergearbeitet. Und ich glaube, dass sie diese Arbeitspakete, die du gerade so schön vorgelesen hast, die man jetzt auch hier bei uns sieht im Progress Tracker, ich glaube, dass es genau eben diese Skeleton Crew ist, die jetzt da dran sitzt und die vermutlich zum aktuellen Zeitpunkt in etwa diesen Arbeitsumfang noch sieht. Ich glaube aber auch, dass man auf das Datum da an der Stelle für die Fertigstellung noch nicht viel setzen sollte, sondern schön die Öhrchen aufsperren, wenn es nächstes Jahr weitergeht, dann mit Inside Star Citizen und den Berichterstattung, um zu gucken, was wird dann wirklich daraus werden. Und sie werden mit Sicherheit dieses Schiff ordentlich featuren, wenn man merkt, es geht in Richtung Fertigstellung. Also da kann man, glaube ich, von ausgehen, dass die sehr viel Raum einnehmen wird in der Berichterstattung. Ne? Genau, und es ist halt so, dieses ganze Deliverable-Tool und so weiter wird ja aus dem CIG-internen Projektmanagement-Tool sozusagen gespeist. Das heißt, das ist nicht irgendwie für uns irgendwie aufgehübscht oder so, wenn da diese Linie zu sehen ist, also dass da dran gearbeitet wird, dann wird da auch dran angearbeitet. Wie gesagt, über das Ausmaß sind wir uns halt nicht so im Klaren. Und das kann auch von Tag zu Tag, wie das so im Projektmanagement bei einer größeren Firma ist, ich kenne das von meiner Arbeit nicht anders, kann sich das von Tag zu Tag ändern. Und wie gesagt, warten wir erstmal so Ende Januar ab, gerade für etwas, was dann bis Mitte des Jahres ursprünglich fertig werden sollte. Ich glaube, dann werden die Informationen verlässlicher, als wir sie aktuell haben. Genau.
Und einfach, weil es mit einer Anschlussfrage ist, Team Fanu, wäre es nicht logischer gewesen, erst gar nicht mit diesem Schiff anzufangen? Ich glaube, dass wenn man das logisch und an der Stelle eben sozusagen für CAG als internen Entscheidungsprozess ist es natürlich für uns schwer nachzuvollziehen, was letztendlich dazu geführt hat, dass sie gesagt haben, so jetzt legen wir damit los, denn wir erinnern uns Mitte, sagen wir mal Anfang bis Mitte des Jahres war da ein ziemlicher Hype um die Merchantman, weil man eben gesehen hat, dass es wirklich vorangeht. Eigentlich schon ausgehend von der Intergalactic Aerospace Expo letzten Jahres ging es eben los. Sie hatten sich das Schiff auf die Agenda gesetzt für 2022 und haben, glaube ich, einen großen Arbeitsschritt da getan, was das angeht. Ich glaube, auf der anderen Seite sind sie in dem vorgesehenen Zeitpunkt nicht so weit gekommen, wie sie gerne gekommen wären. Das kann man, glaube ich, sagen und das kann man auch aus den letzten Informationen abnehmen. Und jetzt sind einfach wiederum andere Sachen in die Priorität gerutscht, sodass sie wieder Kräfte abziehen mussten. Ich glaube, im Nachhinein betrachtet, wenn man sich das jetzt wirklich ganz ehrlich und rational von hinten anguckt, könnte man sagen, okay, wahrscheinlich hätten diese Leute in der Zeit anderes machen können. Die Frage ist eben aber auch, ob diese Fachleute, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel das EU-Vehicle-Content-Team, ob die jetzt eben auch etwas Entsprechendes gehabt hätten in dieser Zeit, woran sie arbeiten hätten können, was wiederum vielleicht in der Priorisierung da mehr Sinn gemacht hätte. Ich glaube, sie haben an der Stelle einfach noch nicht greifen können, wie lange dieser große Kahn am Ende braucht und haben letztendlich dann gesehen, okay, wir kommen bis zu diesem Punkt und jetzt müssen wir Leute wieder abziehen, um sie an andere Stellen zu setzen. Es ist ja eine dynamische Entwicklung, es ist ja eine Sache, die sich immer wieder verändern kann und die sich im Zweifel von Quartal zu Quartal verändert. Und wenn dieses Team zum Beispiel am Anfang des Jahres vorgesehen war, dass man sagt, ihr arbeitet jetzt im Sinne des Staggered Development, wie sie es eben so haben, 2 Quartale an diesem Schiff und danach geht ihr dahin und dahin, dann haben sie sozusagen den Punkt, dass die Release fertig ist, in dieser Zeit einfach noch nicht erreicht. Und dementsprechend muss man dann darauf weiter warten. Und es wird auch manch anderes Schiff noch betreffen. Die Banu Merchantman ist ja nur ein Beispiel davon, was jetzt vielleicht nicht integral wichtig ist fürs Spiel gerade. Ich gucke nur so in sowas wie in Zukunft die Genesis Starliner, die der liebe Jared Huckabee so gerne hätte. Und wo er so lange auf John Crew eingeredet hat, dass er sie jetzt tatsächlich mit in seine Überlegungen einbezogen hat. Ich glaube, der will einfach nicht mehr das Geheule anhören vom lieben Disco Lando, sondern der sagt einfach, komm, wir setzen da jetzt 3 Leute ran. Es kann aber auch sein, dass da dann eine Arbeit sofort einfach eingestellt oder zurückpriorisiert wird, weil einfach die Genesis Starliner momentan hinter anderen Schiffen zurückstecken muss. Ne? Genau. Ja. So ist es. Wir hatten dann noch, warte mal. Rabenschwinge, ne, genau. Fragt, spekulative Frage, da jetzt Savaging ins Spiel kommt, zumindest mal so Hull-Stripping, was es ja hauptsächlich erstmal ist. Welcher Gameplay-Loop, der noch nicht fix angekündigt ist, wird, glaubt ihr, als nächstes ins Spiel kommen? Also zum Beispiel Mining Cargo, Savaging und Co. Ich glaube, da können wir wenig sagen, was wir glauben, was kommt, sondern eher, was wir uns wünschen. Würde ich mal einfach sagen, weil immer, ja. Selbst das, was wir jetzt sagen, kann sich theoretisch schon am Ende der Woche sozusagen wieder geändert haben. Ich würde mir wünschen, da viele Aspekte davon schon fertig wären, mal so einen größeren, vollständigeren Medic-Loop zu haben. Also wir haben ja Body-Dragging, wir können ja andere Leute heilen und so weiter. Jemanden in ein Medic-Schiff zu ziehen oder vielleicht mit einer Trage zu transportieren, wenn man 2 Leute hat oder so, der Person irgendwie die stabilisieren sozusagen auf dem Weg zum Schiff oder so und dann eben in ein Medic-Bed zu verfrachten oder in eine Landing-Zone, wo man die Person dann wie Cargo auslädt, aber an ein Hospital zum Beispiel liefern lässt, fände ich ganz, ganz sinnvoll, weil da würde man nicht mal bei Null anfangen müssen. Hast du recht. Dazu fällt mir übrigens nur ein, dass es irgendwann im Oktober habe ich ein Video gesehen, was es leider nicht mehr gibt. Es ist nicht mehr verfügbar, leider. Das ganze Video ist weg. Ich habe es nicht mehr wiedergefunden, aber es gab ein Video, was so ein bisschen mimig war.
Wo die Leute gesagt haben, ey, wir können doch ganz Leuchtleiter transportieren und haben das mit Leichen von NPCs gemacht und haben so eine Art Scherzvideo gemacht, wie man mit dem Traktorstrahltool die Leute quasi aufs Krankenbett navigiert, aber eben sehr auf eine sehr lustige Art und dann so bam gegen die Wand und hier und gegen die Tür und das war sehr witzig, es war sehr comicartig. Leider ist es vom Kanal genommen, ich weiß nicht warum, aber es war sehr lustig und das ist natürlich so eine Sache, die, glaube ich, sich viele wünschen, dass es da einen vollständigeren Game Loop gibt und dass damit dann natürlich auch nicht nur das Crew- oder Community-Gameplay gefördert wird, sondern dass man eben auch zum Beispiel Aufträge machen kann in dem Bereich. Ne? Dass man also wirklich handfest sagen kann, du fliegst dahin, du hilfst jemandem, du verdienst damit auch Geld, sozusagen Leuten eben deine Unterstützung zu geben. Das wäre natürlich eine Sache, die, glaube ich, vielen Leuten gut gefällt. Ich persönlich konzentriere mich auf einen konkreteren Punkt sozusagen. Genau, weil es lustig, aber pietätlos war. Wahrscheinlich deshalb runtergenommen. Da hast du völlig recht, cool. So, es war sehr pietätlos, da hast du recht. Aber unabhängig davon, ich konzentriere mich auf einen Punkt, den ich jetzt von der CitizenCon auch nehme, haben wir vorhin schon angesprochen, Investigation Missions. Also tatsächlich eine völlig andere Art von Gameplay, als wir sie großteilig im Verse haben. Wir haben natürlich sowas wie die PI Wanted Mission schon. Wer von euch hat sie nicht schon 50 Mal gemacht? Einfach, weil es eine der besten oder die einzige wirkliche narrative Mission ist, die man hat. Aber ich persönlich würde mir wünschen, und da kommen wir sozusagen auf die Investigation Missions, dass sowas fokussiert wird auch als Missions-Gameplay, dass man da sich wirklich einiges an Gedanken rein investiert, wie man eben diese Missionen aufsetzen kann, was sie Hints sind, dass man eben wirklich so ein bisschen den Detektiv spielen kann, am liebsten mit 2-3 Leuten gleichzeitig, ne? Dass man eben wirklich als kleines Ermittlerteam in Anführungszeichen da fungiert. Und was ich mir dabei wahnsinnig wünschen würde, ist, dass wir als Mission-Giver dafür ganz im Speziellen Tessa Bannister zurückbekommen. Wer weiß, vielleicht ist die ja inzwischen gar nicht mehr beim ICC, sondern hat schon eine andere Stelle bekommen und ist jetzt Advocacy-Agentin oder sowas. Aber ja, also sowas als Missions-Game-Loop. Und damit meine ich wirklich vollständig von Mission Giver über die entsprechende Investigation-Mission bis hin dann eben zu einzelnen Clues, verschiedenen Möglichkeiten, wie das Ganze dann abgeschlossen werden kann, bis hin dann zum Rewarding, fände ich das total gut, weil es einfach auch eine schöne Balance wäre zu dem und man den Leuten auch sagen könnte, also außer Kisten zu transportieren oder Leute in irgendwelchen Höhlen zu suchen, könnt ihr eben jetzt auch noch was anderes im Verse machen. Ne? Das fände ich sehr schön. Ist jetzt kein so ein Basic Loop, wie du ihn jetzt wahrscheinlich gemeint hast. Ne, das ist jetzt eher so eine Art Mission-Type, also eine Art Archetypus für Missionen, aber ich denke, das wäre eine sehr schöne Erweiterung, was man dazu braucht. Ansonsten, wenn es jetzt um die hauptsächlichen Game Loops geht, was ich mir als nächstes theoretisch wünschen würde, was ja im Endeffekt mit Salvaging schon ein bisschen zusammenhängt und ja jetzt auch ein ganz, ganz kleiner Teil davon reingekommen ist, wäre das Schiffe reparieren. Also, dass man wirklich selber Schiffe reparieren und entsprechend Komponenten händisch austauschen und einsetzen kann, dass dieser ganze Teil kommt. Weiß, hängt auch dann wiederum mit dem Resource Network zusammen und dem ganzen Kram, was im Hintergrund passiert. Aber das wäre für mich als Game Loop das nächste, was ich sehr, sehr spannend fände. Ne? Genau. Ja, zum Beispiel Kalvirsch, ja. Ich habe mich gerade mal durchgeklickt, mal abgesehen von Gameplay-Beruf-Loops, nenne ich es jetzt einfach mal. Was ich gerade gesehen habe in den Deliverables, was auch gar nicht so groß bisher angekündigt wurde, scheinbar befindet sich ein, ich weiß nicht, ob das nur für mich neu ist, aber befindet sich ein Solar Flare Gameplay in der Entwicklung, wo es eben Ausbrüche von Solar Flares gibt und Strahlung, wo man sich hinter Dingen verstecken muss, man hoffentlich gewarnt wird, und sich hinter etwas verstecken muss, bevor man gegrillt wird. Bin ich mal sehr gespannt drauf, wie sich das auswirken wird. Übrigens die Antwort auf die Frage, falls ihr gefragt werdet, was ich immer wieder gerne sage, wird es dieses Event, was dann am Ende Schluss und letztendlich Jax McCleary in seiner Berichterstattung über die Intergalactic Aerospace Expo davon abgehalten hat, nach Stanton zurückzufliegen, nämlich dieser Solar Flare Impuls, wird es sowas dann auch geben in Pyro? Das war natürlich die große Frage, die nach den Videos immer von den Leuten aufkam und ja,
man siehe den Progress-Tracker an. Das ist geplant. Das ist tatsächlich eine Idee, das Pyro-System auch damit gefährlicher zu machen. Also diese Sonnenstürme in Pyro wird es geben. Und das bedeutet eben auch, dass sie momentan in der Entwicklung sind, wie man sieht. Hauptsächlich vom EU-PU-Team. Genau. Haben die da irgendwie eigentlich einen Graphen? Nee. Bin mal gespannt, wie sich der Gen 12 oder Gen 12 Renderer auswirkt jetzt ja. Mit 3.18. Was der, also wir sprechen immer von ganz vielen anderen großen Systemen, wie jetzt Meshing und so weiter, die Performance verändern, aber rein was die Grafikkarte so leisten muss, bin ich mal sehr gespannt, was uns das an FPS hoffentlich bringt, wenn der dann eben rauskommt. Ja. Weil ich weiß von vielen Leuten, mit denen ich immer mal wieder, die jetzt noch nicht in Star Citizen so drin sind, wenn ich drüber rede, heißt es halt immer, oh, ich weiß nicht, ob mein PC das packt. Ich weiß, mittlerweile gibt es mehr Content, aber ich glaube, meine Grafikkarte ist so schlecht, gerade in aktuellen Zeiten, wo Grafikkarten ja auch Luxusgüter sind. Wäre natürlich cool, wenn der so einen starken Impact hätte, dass man auch mit ein bisschen schlechterer Hardware ein vernünftiges Spielerlebnis hat und dadurch mehr Leuten ermöglicht wird, das Spiel mal, reicht ja schon zu testen, bei einem Freeflight. Weil ich habe jetzt auch schon Leute gehabt, ich habe gesagt, hier, Freeflight, haben das gestartet, sorry, hatte nur 5 FPS, kann ich leider nicht testen. Das ist natürlich schade, wenn die Hardware-Grenze die Leute davon abhält. Sehr richtig. Oh, mir fällt übrigens gerade auf, weil nochmal zu dem Gameplay-Loop, weil ich mich gerade durch geklickt hatte, was wir glauben, was als nächstes fertig wird. Wurzel, entweder hat er das schon gelesen oder er hat gut geraten. Hacking T0 sollte ja mehr oder weniger schon fertig sein, ja. Mitte November. Ich glaube, sie haben danach einfach nicht die Roadmap bzw. den Progress-Tracker aktualisiert. Aber das ist so mehr oder weniger eine der einzigen, die schon wo überhaupt eine Leiste sozusagen drin zu erkennen ist. Das heißt, das wäre relativ nah dran. Stimmt. Healing T0 und Actor Status T1. Ich weiß nicht, wann hier ich mal zurückscrolle, wann das letzte 2021 Q4 hat da die Entwicklung von aufgehört. Also Healing T0 und Actor Status T1. Mhm. Vielleicht geht es damit nochmal weiter. Das stimmt, ja. Hacking hatte ich tatsächlich auch völlig aus dem Auge verloren. Sollte ja eigentlich schon im Frühsommer kommen und wurde dann wieder von der Roadmap verbannt. Also mal gucken, wann das soweit ist. Ansonsten hatte ich hier noch die Frage von Chaos Andy. Darf man Fragen zu 3.18 und Wave 1 stellen, wann sie kommt? Also die letzte Information, die wir dazu haben, ist, dass sie jederzeit jetzt kommen kann. Also das steht kurz vor dem PTU-Release. Wir haben zum letzten Wochenende schon eine Information bekommen, dass der Release unmittelbar bevorsteht, beziehungsweise am Montag war das. Und dass es jetzt jederzeit sozusagen einfach zum Wave 1-Release kommen kann. Einen genauen Tag haben wir natürlich nicht. Man sollte jetzt auf jeden Fall zum Wochenende ein bisschen die Augen aufmachen und gucken, ob was passiert. Wir sind auf jeden Fall auf Hub-8-Position dafür. Und ansonsten eben wird es dann vermutlich der nächsten Woche dazu kommen. Ein bisschen fraglich ist für uns eher noch, ob der Live-Release noch dieses Jahr stattfinden wird. Ob das dann vielleicht eine Sache ist zwischen Weihnachten und Neujahr. Oder ob sie das Ganze dann eben auf den Januar verschieben. Also mal schauen. Ich hoffe, dass sie inzwischen auch ihre Arbeits- und Teamsituation soweit dann im Griff haben, dass sie, selbst wenn sie es jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr live schicken, genug Leute haben, beziehungsweise die Leute auch von vornherein darauf eingestellt sind, da zu arbeiten in dieser Zeit und das nicht so ein rumpeliger Release wird. Aber das können wir alles noch nicht vorhersehen. Wir haben alles schon erlebt. Sowohl Patches, die genau in dieser Zeit rauskamen und sehr, sehr gut liefen und wo keine großen Probleme sind, als auch Patches, die komplette Katastrophen waren und um die Weihnachtszeit herumkamen und im Endeffekt das halbe Studio dann von den Weihnachtsferien abgehalten haben. Also, wir werden es erleben, aber man kann auf jeden Fall mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass wir jetzt in den nächsten Tagen den PTU-Release erleben werden und wann das Ganze dann live geht, das ist letztendlich die Frage von, wie denn im Endeffekt das Testing in der größeren Community dann läuft. Ne? Ich bin mal gespannt, die Origin X1 ist tatsächlich für bisher in Anführungszeichen released Ende Juni 2023 drin. Die meisten Leute wissen, glaube ich, gar nicht mehr, dass das Schiff überhaupt, also das Bike existiert.
Ja. Ich find's gerade, ich muss gerade schmunzeln, weil ich gerade lese, -6 Grad draußen habe ich übrigens hier auch bei mir auf dem Thermometer. -6 Grad und ich fand's nur, ich muss nur schmunzeln, weil der Spruch kommt von The Cool. Ja. Nicht sehr gut. Richtig. Genau, also letztendlich gibt es natürlich, jeder spekuliert darüber, ne? Jeder spekuliert, wann kommt der Release. Ich kann allerdings, wie gesagt, sagen, dass wir von CIG selbst, von den Community Managern, jetzt eben letztes Wochenende die Info bekommen haben, dass wir uns darauf vorbereiten sollen, dass der PTU-Release jederzeit passieren kann. Und dementsprechend gehe ich davon aus, meistens war es so, dass wenn die das geschrieben haben, dann war es halt noch eine Woche oder so. Und das war jetzt, wie gesagt, am Montag. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass wir da nicht mehr allzu lange warten müssen, bis zumindest die Wave 1 startet. Wie gesagt, die Community Manager können natürlich auch nur dann etwas sagen oder etwas schreiben, wenn sie selber informiert werden. Und wenn sich dann die Zeitpläne ändern, wissen sie es im Zweifel auch genauso schnell wie wir oder ein bisschen früher. Aber meistens hat das schon ungefähr hingehauen. Kalle Wirsch, vielen Dank für dein Abo. Schön, dass du dabei bist. Und danke für deinen Sub. Viel Spaß mit unseren Emotes und natürlich hier bei uns auf dem Kanal weiterhin. Sehr schön. Und wie gesagt, ne, Fragen, Anmerkungen, auch Themen, Thesen, ja, alles ist hier sehr gern gesehen. Schmeiß das gerne hier rein. Ich hatte noch irgendwas zu Squadron 42 gesehen. Wann Squadron 42 rauskommt, und ob das überhaupt noch existiert. Ja, also es existiert noch. Ich habe mit Chris Roberts persönlich darüber gesprochen. Das klingt jetzt sehr lustig, aber es war tatsächlich so, auf dem Bar Citizen, den wir hier in Berlin hatten, der war am 3. Dezember, war ja Chris Roberts da. Wenn ihr dazu Fotos sehen wollt, einfach gerne bei uns auf dem Instagram-Kanal rumgucken oder bei den anderen Creatoren, die natürlich auch da waren, denn zusammen habe ich das mit Zitko und mit dem wunderbaren Lucius und der Rötti. Wir haben das alle vier zusammen organisiert und natürlich gibt es da jede Menge Fotos von. Könnt ihr euch gerne auf jeden Fall angucken. Auch in dem Spectrum-Thread sind nochmal die Fotos von dem Event selbst archiviert. Und ich selber konnte eben ein paar Fragen oder beziehungsweise habe mit Chris Roberts gesprochen. Wir haben mehrfach natürlich die Frage gehört an dem Abend, was ist mit Squadron 42? Und Chris Roberts sagte also, dass es natürlich momentan keine endgültigen Informationen dazu gibt. Das ist, glaube ich, jedem klar, dass alles, was sie rausgeben, egal ob das jetzt bei ihm auf dem Bar Citizen stattfindet oder ob es als offizielle Information kommt, noch absolut subject to change ist und dass es da natürlich keine gesicherten Informationen gibt, die dann auch so bleiben. Aber das, was wir von Chris Roberts gehört haben, ist, dass der aktuelle Plan, die aktuelle Estimate, das, was sie sich vorstellen, wäre, Squadron 42 im Jahr 2023 anzukündigen, also kommendes Jahr. Und dann entsprechend, wenn sie es ankündigen, ein fixes Datum für den Release zu haben. Was er verhindern möchte, das sagte er mehrfach, ist, dass sie nochmal eine Ankündigung rausgeben und dann wird diese Ankündigung nicht gehalten. Das heißt, worauf man sich vor allem verlassen soll, sagte er, ist, wenn die Ankündigung kommt, dann ist sie verlässlich, dann wissen sie auch, dass sie das zu dem Zeitpunkt schaffen und sie hätten die Hoffnung, das Ganze eben nächstes Jahr anzukündigen. Wobei er auf die Frage, was denn dann in der Ankündigung drin ist, wann sie denn, wenn sie es nächstes Jahr ankündigen, sie es releasen wollen, er nur grinste und sagte, das kann er an der Stelle jetzt nicht rausgeben. Also von daher ist die aktuellste Information zu Squadron 42, ist, dass sie sich auf der Zielgerade befinden mit diesem Spiel, dass sie es gerne nächstes Jahr ankündigen würden und dass, wenn diese Ankündigung dann kommt, sie sich hoffentlich sehr sicher sind, dass es dann eben auch zu dem angekündigten Zeitpunkt released wird. Aber wann der dann sein wird, das ist ganz eurer Spekulation überlassen. Ne? Genau. Und sehr gerne, es gibt dazu ein schönes Q&A von diesem Bar Citizen. Ich werde euch das mal kurz raussuchen. Das ist, wenn hier gerade Leute aus der Knebel-Community sind, ihr seid vielleicht schneller. Ich suche es euch aber auch gerne raus, denn Knebel hatte Leute vor Ort. Dankbarerweise muss man wirklich an der Stelle sagen, weil ansonsten hat es niemand mitgefilmt und mitgenommen, aber er hatte tatsächlich jemanden gerade vor Ort, der auch zu diesem Zeitpunkt gerade einen Livestream gemacht hat und hat dieses gesamte Q&A eben mitgenommen. Und ich habe
das bei dem Bar Citizen damals live übersetzt oder selber übersetzt da vor Ort. Und er hat das Ganze dann nochmal auf dem Channel, bei sich auf dem Channel ausgespielt und übersetzt, sodass es nochmal kommentiert ist sozusagen. Ich gebe euch das gleich mal als Link rein, wenn ich es denn wiederfinde. Und da könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal die Fragen und Antworten hören von Chris Roberts jeweils. Ah, hallo Vincent. Ja, siehst du, guck an, da war er doch, der aufgenommen hat. sehr gerne. Ja, wie gesagt, fand ich super. Es war wirklich im richtigen Moment die Kamera eingeschaltet. Ganz, ganz cool, dass ihr das auf diese Art und Weise noch auswerten konntet. Denn ansonsten geht sowas halt sehr, sehr schnell verloren. Und das war auf jeden Fall sehr cool. Ne? Ja, genau. So, ich suche noch mal gerade das Video dazu raus. Ich muss noch mal gucken, wo ich sie denn wiederfinde. Aber das war auf jeden Fall eine gute Geschichte und da waren ein paar ganz spannende Informationen drin, die ihr euch dann auf jeden Fall noch mal angucken könnt. So, genau. Doch, Syntoxic bewegt sich noch, oder? Ja, also wenn ich mir den Stream angucke, ja. Okay, bin nur voll in der Lage, regungslos dazustehen, da zu sitzen. Wow. Abgefahren. So, jetzt. Jawohl, da war es. Jetzt habe ich es gefunden. So, ich schmeiße euch das hier nochmal rein. Lasst ihm auf jeden Fall gerne ein Dankeschön und ein Abo da. Zack, da ist es. Und ja, also wie gesagt, das sind jetzt die aktuellsten Informationen. Und ja, tatsächlich war es so, dass ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, ob ich vielleicht wirklich alleine da bin. Und dann war klar, okay, Wurzel kommt noch mit dazu, aber ich wollte weder mich noch Wurzel an dem Tag die ganze Zeit hinter die Videokamera klemmen oder das Handy oder was auch immer man nimmt zum Aufnehmen momentan. Es ist halt wirklich immer was anderes, wenn man irgendwo hingeht und die Aufgabe nimmt und hat, das ganze Event zu filmen. Oder wenn man eben da ist, um hauptsächlich mit den Leuten zu sprechen und einfach ein bisschen eine gute Zeit zu haben. Und an der Stelle, wie gesagt, mit Chris Roberts wäre es sowieso schwierig geworden, das Ganze jetzt auch noch zu filmen. Da ist wirklich auch eine super spontane Sache war. Die haben gesagt, wir saßen da zum Essen zusammen und dann sagt Sandy, sitzt neben mir und drückt mir einen Ellbogen rein und sagt, ey, wir wollen übrigens ein Q&A machen. Du übersetzt das dann, ne? Coole Sache. Und ich, okay. Und so, und auch der Community Manager war völlig überrascht davon. Der sagte auch nur, dann machst du das? Okay, let's go. Also so lief die Nummer da, ja. Also es war überhaupt nicht vorbereitet in irgendeiner Weise. Von daher waren wir auch wirklich auf nichts weiter vorbereitet in der Art. Ne? Genau. Der große Nachteil, dass ich leider überhaupt nicht mehr... Genau, das meine ich. Genau, das meine ich, mein lieber Vincent. Das tut mir sehr leid, dass du die Gelegenheit nicht hattest. Ich hoffe, sie kommt nochmal für dich in nächster Zeit. Aber genau das ist der Punkt. Wenn du hinter der Kamera hängst, hast du halt... Ansonsten bist du halt raus aus der ganzen Geschichte. Und deshalb habe ich mich auch entschieden, das eben nicht zu machen. Aber es war super, dass du es gemacht hast. Vielen herzlichen Dank dafür. Es war wirklich eine sehr, sehr coole Geschichte. Und vor allem der Fakt, dass es eben damit auch für die Nachwelt noch zu erleben ist, War wirklich super, ja, also, das braucht es auf jeden Fall, naja, genau, ich fand es mega lustig, dass Chris Roberts neben, naja, Chris Roberts ist nicht sonderlich groß, er ist tatsächlich ein Stückchen kleiner als ich, dafür, man kann es kaum glauben, aber dafür redet er doppelt so viel wie ich, und das ist echt schwer manchmal, das ist wirklich unglaublich, ja. Also von daher, wie gesagt, ist eine lustige Geschichte. Vor allem witzig war es immer, die Bilder gibt es auch noch früher auf den Instagram-Kanälen von uns mit Weezen und Chris Roberts, weil Weezen ist nur 1,95. Das ist wirklich, das ist ein super, super Unterschied. Ja, genau. Richtig. Genau, damit wollen wir auch natürlich nochmal so ein bisschen gucken, so zum Schluss jetzt hier in den letzten Minuten, denn irgendwie ISC kommt nicht. Also ich habe selber mal geguckt. Ja, scheinbar. Aber so. Genau. Das ist richtig, Wolfgang übrigens, ist absolut richtig. Und
dementsprechend gucken wir auch noch ein bisschen, was uns nächstes Jahr erwartet. Und gerade in Bezug auf Events, zum Beispiel gibt es ein ganz tolles Event, was uns nächstes Jahr erwartet, nämlich die Con 42 im April. Ein Star Citizen Community Event von der Community organisiert, für die Community in Frankfurt am Main am 24. April, wenn ich mich jetzt richtig, wenn ich es richtig im Kopf habe. Guckt auf jeden Fall, ob ihr da hinkommen könnt. Es ist wirklich super. Da ist mehr oder weniger alles, was Rang und Namen hat aus der deutschsprachigen Community, plus die Developer von CLG, die da sind, eigener Content, der dafür gemacht wird, eigene Panels im Zweifel nochmal, ist wirklich eine super Sache, also darauf kann man sich wirklich freuen, das ist ein ganz, ganz tolles Event. Und Dankeschön für dein Abo, das ist aber lieb von dir, Vincent, 6 Monate im Voraus sogar, herzlichen Dank dafür, vielen, vielen Dank, sehr, sehr cool. Ich schicke den Link zur Con 42 gleich mal dazu, denn wir werden auf jeden Fall da sein. In welcher Vertretung, in welcher Art, ist noch nicht ganz klar. Ob wir nur in Anführungszeichen Gäste sind oder ob wir auch eine Repräsentanz haben, das wird sich dann noch klären. Aber hier ist auf jeden Fall das, die Website für die Con 42. Wie gesagt, im April, ein Samstag ist das. Tickets gibt es natürlich noch und ihr könnt auf jeden Fall sagen, ich war das letzte Mal auf dem Event, das war 2018, ist leider schon viele Jahre her. Danach kam ja dann auch die Pandemie und sowas allem. Aber ich habe mich riesig gefreut, als die Phoenix Interstellar gesagt hat, sie machen das nochmal und sie wollen da nochmal ran. Und vor allem mit nochmal einer größeren, anderen Konzeption, als das letzte Mal war. Das sind Profis, die das organisieren. Der CEO sozusagen, der Chef, der Clan-Leader von der Phoenix Interstellar, die das hauptsächlich organisiert, ist selbst Eventveranstalter und dementsprechend Vollprofi in der Richtung. Also man kann sich wirklich darauf freuen. Das ist eine sehr, 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 sehr schöne Sache. Ja. Und es war beim letzten Mal schon großartig. Also ja. Noch größer und so weiter. Bin dabei. Auf jeden Fall. Und da werden wir sicherlich auch einiges mitfilmen. Da werden wir sicher auch einiges an ein bisschen mehr Aufwand einstecken, um eben auch ein bisschen Videomaterial zu machen. Das ist klar. Bei sowas, da können wir uns aber auch mehr aufteilen. Und unter Umständen kommt es eben noch mal ein bisschen darauf an, ob wir selber repräsentiert sind noch mit unserem Stand oder nicht. Das wird sich noch ein bisschen aus der Verfügbarkeit klären. Denn sowas muss ja immer betreut werden. Und letztendlich, ihr wisst es ja, man kommt ja auch als Bäcker dahin, um eben sich ein bisschen umgucken zu können, um eben ein bisschen Spaß daran zu haben. Mal gucken. Ja? Richtig. Also es ist bei Frankfurt, ne? Nicht direkt in Frankfurt, sondern bei Frankfurt, aber das seht ihr ja dann an der Stelle. Ne? Von daher. In Offenbach war es beim letzten Mal? Genau, Offenbach, richtig, ja. Genau. Und ja, nochmal zu den Bar Citizen. Ich hatte das Gefühl, dass beide Roberts sehr entspannt waren. Kann ich nur unterschreiben, dass ich habe sie nie anders erlebt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Es stimmt nicht ganz, es gab ein Event so, das war so 2016 rum, da war Chris Roberts deutlich angeschlagen, das hat man gemerkt in seiner Art und Weise. Wahrscheinlich, das war ja auch zu der Zeit, wo es sehr viel Stress gab, auch so wirklich persönlichen Stress mit Star Citizen, wo es auch Sandy nicht sonderlich gut ging. Aber das hatte sich jetzt komplett in Wohlgefallen aufgelöst und man muss auch wirklich sagen, dass dieser Bar Citizen von den beiden ausgegangen ist. Die haben gesagt, wir sind in Deutschland, wir feiern hier die Weihnachtsfeier in Frankfurt mit unseren Leuten und wir wollen die Zeit nutzen, um gerne noch Bäcker zu treffen. Und dann hat das Community-Team gesagt, wisst ihr was, wo wir noch nicht waren? In Berlin. Und da sind übrigens mehrere Content-Creator, die wir kennen, die das Ganze auch aufziehen können und entsprechend auch so organisieren können und sind dann auf uns zugekommen und haben gesagt, macht ihr das. Also es kam von den beiden und dementsprechend waren die beiden auch wirklich voll dabei. Ich glaube, niemand, der letztendlich nicht entweder selbst hinter einer Kamera stand oder der sich nicht getraut hat, hat es verpasst, mit denen zu sprechen. Also wer Zeit hatte und es wollte, der hatte die Möglichkeit dazu. Und sie haben sich wirklich sehr viel Zeit genommen. Und ja, es war, also für mich war es großartig, weil ich hatte sie auch seit 4 Jahren nicht mehr gesehen oder so. Aufgrund der Pandemie und den fehlenden Events und so weiter und so fort ging das eben nicht mehr. Aber ja, wir haben uns da wirklich herzlich in die Arme geschlossen. Es war wirklich sehr, sehr schön, dass sie da waren. Und ich habe das erste Mal mit beiden, insbesondere mit Sandy, lang über unsere Kinder gesprochen, die ja allesamt schon Star Citizen spielen, auch die Töchter. Und ich kann euch sagen, sie sagte uns, kleine Anekdote vielleicht, sie sagte, ihr könnt euch nicht vorstellen, aber die Töchter sind mit das größte Druckmittel, was Chris Roberts zu Hause hat bezüglich des Spiels. Weil die sitzen da und sagen, nicht. Daddy, that's not working. So.
das funktioniert nicht so. Fix it. Ja, so nach dem Motto, die Tochter sitzt da und sie hat gesagt, sie hatten schon Situationen, wo die Tochter wutentbrannt aufgestanden ist und gesagt hat, Daddy, this is your game. Fix it. Do that and it works. And no one can play anything like this. So, Papa, das ist dein Spiel. Du musst dafür gerade stehen. Und dann saß Chris Roberts da und hatte selbst keine Ahnung, was der Fehler war, ne? Weil, ja, wie man das halt so kennt. Und wusste selber nicht, was. Und hat dann selber auch Sachen falsch gemacht und wurde dann von seiner Tochter gemaßregelt. Es gibt sehr viele lustige Anekdoten, die Sandy erzählt hat von ihren Töchtern. Insbesondere der Älteren, die dann gesagt hat, so, nee, Papa, du darfst hier jetzt nicht den Helm ausziehen, dann erstickst du. So, warum muss ich dir das erzählen? Das ist dein Spiel. Und so. Ja. Genau. Also es war auf jeden Fall, gab es da sehr lustige Geschichte. Levi, schön dich zu sehen. Hallöchen. nur ganz kurz, gibt auch nächstes Jahr wieder Bar Citizens in Berlin. Habe auch letztes Jahr versucht, dabei zu sein. Sie waren immer an genau den Tagen, wo es dann bei mir nicht geklappt hat. Wann immer es ein Bar Citizen in Berlin ist, habe ich eigentlich vor, dahin zu gehen. Wir kennen uns ja ganz gut. Schreibt mir einfach ansonsten per Discord oder per Spectrum, ob ich bei dem Speziellen dabei bin. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ja, es ist immer eine gute, wichtige Sache. Du hast Kinder mit. Oh je, so zu sprechen, entstehen Gerüchte. Nein, habe ich nicht. Wir haben nur beide unabhängig voneinander Kinder. Und beide spielen Star Citizen inzwischen. Und darum, ja, aber schön ausgedrückt. Lol. Genau. Leipzig ist doch nicht weit weg, Sophie. Komm doch mal rum. Oder eins in Leipzig organisieren. Oder du kannst einen in Leipzig organisieren. Genau, steht dir auch frei. So, da kommen bestimmt auch ein paar Berliner hin, also wenn du einen organisierst, weil Leipzig ist doch um die Ecke von uns aus gesehen. Ich mag Berlin nicht, ich auch nicht, aber... Kann ich nachvollziehen, aber wie gesagt, dann mach das so rum, ne? Richtig. Also, genau, mach das mal. Komm, in Wien besuchen, okay, auch schön. Bar Citizen Austria gibt's ja. Richtig. Genau. Ich hatte letztens, was war der kleinste, den ich gesehen habe in Deutschland? Trier, glaube ich, war der kleinste, den ich, also von der Stadtgröße her. Aber ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Treffen wir uns in der Mitte, irgendwo bei Cottbus. Okay, auch gut. Ja. Im Spreewald, Damien, oder? Einfach hier Spreewald. Bar Citizen paddeln. Genau. Bei mir immer das ist das in Köln immer das, ja. Was am nächsten dran ist. Essen auch, ne? Essen, die Dampfe, glaube ich, ist bei dir in der Gegend. Und in Köln ist immer Brauhaus, Deutscher genau. Bahnhof. Richtig, genau. Ja, genau. Ja, also vielleicht nochmal abschließend, weil es nochmal kam, was ist mit 3.18? 3.18 steht kurz vor dem PTU. TM. Soon TM. Wir hoffen, dass wir in den nächsten Tagen jetzt den Release erleben von PTU. Kann durchaus schon zum Wochenende passieren. Kann sich auch noch ein paar Tage hinziehen, aber ich denke, man kann davon ausgehen, dass es jetzt vor Weihnachten noch ins PTU geht. Genau. Ja, in Köln haben wir uns schon getroffen. Ich weiß, ich erinnere mich daran. Auch nächstes Jahr wieder. Wird spannend nächstes Jahr. Es kann sein, dass nächstes Jahr bei mir mal wieder ein volles Eventjahr wird. Mit der Con 42 für Star Citizen, mit der TwitchCon dieses Jahr, die in Paris sein wird, wo ich auch nochmal, wo ich mal wieder nach Paris komme, finde ich total toll. Auch eine hässliche Stadt. Ja, aber sonst komme ich ja nicht auf die Ideen. Von daher auf die Idee, einfach nur so nach Paris zu fahren, darum als Geschäftsreise ist das schon eine ganz schöne Sache. Gamescom natürlich wieder. Mit den entsprechenden Bar Citizen drumherum. Und dann gucken wir, was uns sonst noch so erwartet. Gamescom, ne? Genau, Gamescom, genau. Was ich schon weiß, oder also was ich schon absolut sicher bin, die CitizenCon 2953 in Los Angeles. Wir wissen ja schon, dass sie jetzt da stattfinden wird, und zwar als In-Person-Event. Die werde ich nicht besuchen. Also da werde ich nicht hinfliegen. Das heißt, ich werde hier wieder den Recap sozusagen machen, beziehungsweise die Live-Berichterstattung dazu,
mit den anderen zusammen, aber Los Angeles ist mir dann persönlich doch zu weit und nur für die CitizenCon, zumal ich da auch keine Verwandtschaft großartig habe oder ähnliches, mache ich das nicht. Austin wäre noch eine Überlegung gewesen. Und ansonsten sage ich, wenn es wieder in Europa oder sagen wir mal in der vorgelagerten Insel von Europa da stattfindet, dann gerne. Aber ansonsten eher nicht. Also die CitizenCon, da bin ich, das weiß ich schon, die wird dieses Jahr, also kommendes Jahr, nächstes Jahr 2023 in Los Angeles sein. Als erstes In-Person-Event wieder seit der Pandemie. Aber ich werde auf jeden Fall hier sein. Und dann gucken wir mal, was das nächstes passiert. Wenn ich das so im Chat lese, kommt so richtig irgendwie Memory Lane sozusagen auf, wenn ich hier lese im E-Werk und im Gloria Theater. Oh Das ist schon ja. wieder ewig her. Ja. Ach ja, wilde Hyatt Zeit eigentlich. Biergarten, es ist wirklich ewig her. Das waren schöne Events mit dem Gloria Das Gloria Theater. Theater war Ja. schön, ja. Ich weiß noch, wie wir auf die Idee kamen, dann einmal, weil es so schwierig war in dem Gloria Theater, weil alle Hunger hatten danach irgendwie. Haben Alle wir, an der haben, Bar da, oder? genau, und dann kamen Ja. wir mal auf die Idee, von Crash Academy Currywurst zu Gibt's. verteilen und wir wurden zum Ja, das war Helden des super. Abends. Weil alle so, oh, Currywurst, Currywurst, Currywurst. Das war großartig. Das war echt witzig. Also, genau. Daher mal gucken. Oh ja, Ticket, Con42-Ticket ist bestellt. Sehr schön. Ja, das wird auf jeden Fall großartig. Genau. Das war sehr, sehr schön. Ich glaube, ich fahre einfach nicht so gerne in andere Städte. Okay. Naja. Wie gesagt, dann setze ich hin in Leipzig. Wie gesagt, Leipzig ist ja so gut, quasi, Leipzig hat ja quasi eine Berliner Vorstadt, ne? Darum kommt bestimmt auch der ein oder andere aus der Hauptstadt runter. Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt zu den Bar Citizen sind sie aus aller Herren Länder gekommen. Mal gucken. Richtig. Schön, dass mein Nachholkonzert ausgerechnet am Con42-Tag nachgeholt wird. Ja, das tut mir leid. Aber ich frage mal, ob wir die Con42 auch ohne dich stattfinden lassen können. Nein, wird verschoben. Ja. Genau, also wie gesagt, auf der Con42 selbst wird es vor allem Stände geben von anderen Corporations, die sich da vorstellen und Communities, von Community-Arbeiten, von Leuten, die da eben aktiv sind. Dann gibt es Panels selber, wo Entwickler sitzen von Cloud Imperium Games, die dann entsprechende Vorträge halten. Es gibt ein paar andere Programmpunkte, die noch geheim sind an der Stelle, aber es wird insgesamt einfach ein Star Citizen Event, wo einen ganzen Tag lang das Ganze gefeiert wird. Genau. Von daher lohnt es sich an der Stelle schon. Inwiefern man jetzt welches Paket oder welches Ticket kaufen muss, das kann ich euch nicht sagen, denn ich weiß auch nicht, was in den jeweiligen Paketen drin ist. Ja, genau. Jawohl. Gut, dann sind wir auch am Ende unserer Sendezeit für heute angekommen. Und ein Watch Together gab es dann heute nicht. Sie lassen sich ein bisschen Zeit mit ihrem 2022 Recap, aber das ist jetzt, glaube ich, auch nicht schlimm. Wir haben ja unseren eigenen Recap gemacht. Das soll es jetzt dann auf jeden Fall, soll uns jetzt nicht abhalten. Genau, wenn ihr jetzt noch zum Abschluss irgendwelche Fragen habt, irgendetwas, was euch besonders bewegt, was ihr gerne wissen möchtet, dann gerne raus damit. Sawyer hat erst seine Con42-Karte geholt, als er gehört hat, dass ich nicht teilnehmen kann. Das hast du jetzt geschrieben, nicht ich gesagt. Auch wenn es wahr sein mag. Vielleicht. Alle Richtig. Angaben ohne Gewähr. Genau. Ansonsten würde ich euch gleich weiterschicken zu The Woo und diesmal versuchen, seinen Namen mal richtig zu schreiben. Werden wir auch mal Story-Quests und generell mehr Lore in-game bekommen? Aktuell ist alles so flach. Hast du recht? Aber ich glaube, Ja, wenn, bestimmt. ne? Ich glaube, wenn es eins gibt, was bei Star Citizen irgendwann sehr starken Einfluss haben wird, dann ist es die Lore und die Stories im Hintergrund. Ich meine, jedes Luminalia, jede Intergalactic Aerospace Expo, technisch gesehen, alles Lore-Content. Und hier so, wie gesagt, die
Investigation-Missionen und so weiter, auch ja alles in Lore irgendwie. Da wird noch einiges kommen, bin ich Ja, mir sehr sicher. richtig. Sie hatten ja gesagt, auch am Anfang des Panels zu der CitizenCon mit den Investigation Missions, dass Sie erstmal den Fokus immer auf die Kampfmissionen gelegt haben, weil sie sehr übersichtlich zu gestalten sind, weil sie eben auch das Kampfsystem in den Test bringen, was für sie sehr wichtig war und weil sie letztendlich damit einen sehr schnellen Reward hatten für die Leute. Also sie Ja. testen sowohl im Spiel das, was getestet werden muss, aber die Leute haben eben auch gleich was, was sie greifbar mitnehmen können aus dem Spiel. Aber davon wollen sie ja jetzt weggehen. Und das ermöglicht dann hoffentlich den Weg in mehr Story-Missions, so wie du dir das auch vorstellst. Denn wie gesagt, so eine POI-Wanted-Mission ist nett, aber wenn man davon sehr viel mehr und sehr viel mehr Hintergrund und Inhalte hat, dann wird das, glaube ich, sehr attraktiv für viele, für viel mehr Spieler auch an der Stelle. Ja. Genau. Also, was ich vielleicht hinzufügen sollte, Story-Missionen oder Story-Quests immer so einzelne Bröckchen, es wird keine Storyline geben, dafür ist Sword and 42 da. Richtig, genau. Also Und es, Joe ja. Fatelic fragte gerade noch, sorry, ob SC wie versprochen komplett auf Deutsch lokalisiert wird. Wurde nie versprochen. Squadron Textlich 42, vielleicht. ja. Ja. Ne? Genau. Genau. Da Citizen auf keinen Fall, dazu wird es zu groß werden. Vom Text her bestimmt, also Genau. Untertitel. Genau. Aber Also. keine, nicht alle Stimmen sozusagen, weil dann müssen sie es auch für alle anderen Sprachen machen und das wäre, glaube ich, zu viel Aufwand und Ja. also auch zu teuer. Genau, zusammengefasst, Squadron 42 soll eine vollständige Synchronisation und Lokalisierung erhalten. Lokalisierung gibt es ja in verschiedenen Stufen. Ne? Die Vollsynchro sozusagen, dass wirklich auch deutsche Synchronsprecher dieses Spiel dann in Deutsch einsprechen und das alles sozusagen übersetzt ist, das soll für Squadron 42 passieren. Star Citizen, wie Syntoctic schon sagte, ist zu groß dafür, dass jetzt jeder einzelne NPC nochmal übersetzt wird. Dafür gibt es dann aber Untertitel bzw. deutsche Texte und das ist dann eine Teillokalisierung. Also das heißt, alles, was zu lesen ist an Missionstexten und ähnliches, wird es in Deutsch geben. Da sitzen auch jetzt schon Leute dran, um ein Konzept zu entwickeln. Anfang des Jahres gingen die Stellenbeschreibungen raus für Genau. Localization Specialists in Deutsch, die dann aber erstmal nur die Texte übersetzen und die dann irgendwann auch den Text-to-Speech, nee, den Speech-to-Text, Teil übersetzen. Das heißt, dass man sozusagen aus dem Gesprochenen dann irgendwann die Untertitel hat, dass man es eben auch auf Deutsch lesen kann. Aber da wird es eben keine vollständige Synchronisation geben. Und Neuigkeiten zu Tessa gibt es leider nicht. Genau. Da gibt es leider kein nur Wunschträume und nichts Konkretes zu bisher. Genau. Und Viborg, wenn du so ein bisschen zwischen den Zeilen in der Lore liest, dann wird er auch immer wieder erwähnt. Also dieser Krieg läuft weiter, aber er ist kein großes Publicity-Ding, weil man eben auch keine großen Erfolge momentan vermelden kann. Die Vendul haben sich ziemlich weit zurückgezogen, aktuellen Stand, nach dem letzten Schlag gegen die Vendul im Oberon-System, wo die Menschheit ihren ersten de facto Sieg gegen die Vendul errungen hat, haben sich die Vendul zurückgezogen und sind jetzt schwer zu finden. Das ist der aktuelle Stand der Lore. Also es gibt diesen Krieg, es wird nach wie vor an der Front gekämpft, aber eben nur in sehr kleinen Scharmützeln, weil die Vendul sich nicht stellen lassen momentan. Und deshalb wird auch in den Medien, also auch in der Lore, nicht viel dazu berichtet, weil es einfach keine Neuigkeiten gibt daraus. Und man sozusagen weder von Überfällen berichten kann, die die Vendul machen, weil die sich eben zurückgezogen haben, noch kann man sie gerade stellen und damit einen großen militärischen Erfolg rausbringen. Das heißt, der dümpelt so vor sich hin. Und es wird zum Beispiel politisch in der Lore sehr viel darüber diskutiert, wie teuer das Ganze jetzt ist und wie viele Jahre man das jetzt aufrechterhalten möchte. Also er findet nach wie vor statt, dieser Krieg. Man muss aber gerade sehr genau jeden Lore-Post lesen, um überhaupt dafür eine Information zu bekommen. Ne? Genau. Gut, na dann. Ich glaube, wir sind soweit durch. Ich möchte an der Stelle nochmal sagen, denkt daran, dass wir morgen Abend hier eine CAN-Weihnachtsfeier haben. Das bedeutet, wir werden morgen mit euch hier ins Spiel gehen ab 20 Uhr. Wir haben eine hübsche kleine Aktion geplant, die wir gerne machen wollen, wo auch jeder Zuschauer mitmachen kann. Ihr könnt alle dabei sein, wenn ihr Lust habt, uns im Spiel dabei zu unterstützen. Was genau es sein wird, das verraten wir natürlich erst morgen. Aber was ich schon verraten kann, ist, dass wir auf jeden Fall drei große Gewinnspiele morgen Abend haben. Wir haben zwei
Game-Packages mit Lifetime-Insurance, die wir gerne in der Community verteilen wollen, kann ich jetzt schon mal sagen. Es ist eine RSI Scorpius, die es morgen geben wird, und es ist eine Nomad, und beides eben mit jeweils Game-Package und Lifetime-Insurance. Und wir haben noch eine $25-Gift-Card, die wir morgen verteilen wollen. Plus dem, was ihr vielleicht noch freischaltet an Raffles. Also es wird auf jeden Fall einiges zu gewinnen geben, über den gesamten Abend verteilt. Und wir wollen zusammen uns hinsetzen und einfach ein bisschen spielen und ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen und ein bisschen Quatsch machen mit euch als Weihnachtsfeier. Das heißt, morgen ab 20 Uhr könnt ihr sehr gerne einschalten. Wir sind da auf jeden Fall für euch da. Ja? Also es gibt auf jeden Fall einiges, was man da noch mitnehmen kann. So, und jetzt versuche ich, diesen Namen hier richtig zu schreiben. Ich gucke gerade mal, ob ich das jetzt geschafft habe. Ja, das stimmt. Das stimmt jetzt. So, na dann. Wundervoll, der Raid ist aktiv. Ihr könnt sehr gerne mit teilnehmen jetzt, wenn ihr rüber wollt an... Ich denke zumindest, dass er aktiv ist. Ja, wurde mir gerade angezeigt. Er wurde mir angezeigt, aber ich habe jetzt gerade keine Raid-Schaltfläche mehr, weil Wurzel irgendwas rüber geheftet hat. Wurzel. Ah, wenn man alle Anzeigen macht, dann... Ah, ja, da. Okay, gut, sehr schön. Genau, also, ihr könnt auf jeden Fall gerne mitmachen. Morgen, wie gesagt, geht's dann los. Und 20 Uhr machen wir weiter hier. Wir verabschieden uns mit SCB Newsroom für dieses Jahr von euch. Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung. Schön, dass ihr so zahlreich immer hier eingeschaltet habt. Und nächstes Jahr kriegen wir wahrscheinlich auch mehr als 10 Shows hin. Das soll auf jeden Fall die Zielsetzung sein. Ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich hier alle im Januar wieder. Und wir beide uns auch hier sind toxisch. Ne? Genau. Genau. Also dann... Von der SCB-Redaktion und dem Newsroom. Alles Gute. Wir sehen uns nächstes Jahr. Und jetzt viel Spaß bei The Woo. Hey, bis morgen. Macht's gut. Tschüss.